Jo, dann legen wir mal langsam los hier. Hey Leute, wie gestern angekündigt, wird es irgendwann weitergehen mit Bomb Rush Cyberpunk heißt das Spiel. Mit Bomb Rush Cyberpunk und heute ist dieses irgendwann erreicht. Wir spielen einfach direkt weiter. Falls ihr gestern dabei wart, wisst ihr noch ganz genau, wo wir waren. Red hat einen Kopfschuss bekommen aus nächster Nähe von einem Scharfschützengewehr mit einem extrem langen Lauf und liegt jetzt da bewusstlos halb tot und wir müssen ihnen helfen. Und um ihm zu helfen, müssen wir erstmal das Videospiel starten und da bin ich gerade dabei. Wie geht's euch an diesem Sonntag? Es ist Sonntag, oder? Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sonntag ist. Ja, ich hab mich lag richtig. er will das Spiel nicht anzeigen, das gefällt mir jetzt schon sehr gut. Das ist, weil ich das Spiel gestern gewechselt habe. Haha. Babam. Irgendwann wird's angezeigt, ich bin mir ziemlich sicher.
Ach ja, hey, da ist es. Oi, da sieht man das Hauptmenü, was sehr schlicht und karg und wenig ist. Entschuldigung, halbtot nur? Ja, halbtot, weil er hat einen Robohelm auf und deswegen kann er gigantische Kaliber abhalten. Der gute Stompel hatte sich diesen Song gerade gewünscht, dass ich ihn am Anfang des Streams spiele. Und hier war er Naganumas Meisterwerk in meinen Augen. Ich weiß, Leute mögen Concept of Love. Ist gut. Leute mögen den Sonic Rush Soundtrack. Ist gut. Aber das ist ein Meisterwerk. Und es ist aus einem fucking Arcade-Spiel namens Olli King. Er hat eine leicht andere Version vom selben Song mit demselben Namen später noch für Jet Set Radio Future. Oder davor für Jet Set Radio Future. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Verwendet. Aber der ist nicht ansatzweise so gut wie diese Version. Sehr guter Song. Und hier ist ein, weiß nicht, ob sehr gutes Spiel, aber definitiv ein gutes Spiel. Und wir machen einfach direkt weiter. Mal sehen, wie er überhaupt gespeichert hat. Ich weiß nicht, wie das Spiel speichert, ehrlich gesagt. Jedes andere Spiel blendet ein, wenn die was speichern, aber hier keine Ahnung. So. Könnten uns jetzt den Hideout noch mal ein bisschen hübscher machen. Das ist aber nicht unbedingt nötig. Das ist alles komplett optional und wir müssen jetzt Flash King of Bel Air, I assume, um Red wieder heilem zu machen. Das ist das Wort, was man als Deutscher verwendet für so eine Situation. Ich glaube, ja. Ich mach das Spiel erstmal wieder ein Stück lauter, nur ein ganz kleines Stück. So. Also wir haben einen neuen Charakter gestern freigeschaltet. Die hat erst gegen uns gearbeitet, aber jetzt arbeitet sie für uns. Ob wir ihr vertrauen können oder nicht, ist noch eine andere Sache. Das steht auf einem anderen Blatt geschrieben. Aber solange man sie spielen kann, glaube ich, dass man ihr vertrauen kann. Trice, was möchtest du? Ich bin da auf dem Weg. Check beim Basketballplatz. Alles klar. Danke für die Hilfe. Es macht so viel Spaß, eine Combo aufrechtzuerhalten, auch wenn das System dahinter sehr, sehr simpel ist. Wir haben das letztens vergessen zu machen. Moment. Mag es, dass du hast hier einen riesen Tag, was auf deren Turf ist und die hocken hier in der ersten Zwischensequenz, wo du sie siehst. Mach nichts dagegen, wenn du das platzierst. Schon sehr ulkig. Mischung aus Tony Hawk und Hi-Fi Rush Grafik. Ich weiß nicht, kennen Leute noch Jet Set Radio? Doch vom Namen zumindest, oder? Ich weiß, dass es die wenigsten gespielt haben und ich finde es ehrlich gesagt nicht schlimm, dass es die wenigsten gespielt haben. Wenn es mehr Leute gespielt hätten heute, würden vielleicht Leute nicht so nach einem neuen Teil schreien, aber ja. Jetzt sind wir beim Basketballplatz und hier ist nichts. Oh, aber da steht einer. Ich würde eher sagen, das ist gameplay-technisch so ein Mix aus Jet Set Radio mit der Grafik von Jet Set Radio. Ich glaube, das ist der bessere Vergleich tatsächlich. Es ist schon sehr, sehr on the nose, was die Vorlage ist. Und ehrlich gesagt bin ich nicht so ein gigantischer Fan, wenn ein Spiel einfach sagt, hey, kennt ihr das Spiel? Wir machen dasselbe jetzt auch. Wusch. Todesnarren hat abonniert. Dankeschön. Je. So eine Flash Prince, ist der hier? Das ist ein guter Name immer noch. Der Boss weiß nicht, wo er ist. Vielleicht ist er Millennium Square. Okay. Ab zum Millennium Square. Können wir wahrscheinlich die Schnellreisepunkte nutzen. Den Song mag ich sehr. Das ist einfach komplett nur ein Breaker-Song. Den soll man sich gar nicht anhören. Aber trotzdem funktioniert er echt gut. So.
stehen am Taxi. Und dann drücken wir mal die Breakdance-Taste, wie passend. Und dann kommt der Taxi-Dude an mit seinem Riesentaxi. Coole Moves. Wusch. Knirpsi, the second attempt. Mein Gott. Nutzt Groß- und Kleinschreibung, damit man das unterscheiden kann, was ein weiteres Wort ist. Sonst muss man erst mal gucken. Vielen Dank fürs Abo. Ab zum Millennium Square. Ja, Toastbrot, das Ding ist... Also ja, du hättest bestimmt mehr mit den Arztern machen können. Ich war halt auch erst verwundert, wie niedrig die Texturauflösung gerade von Gesichtern ist. Und ich bin ein sehr großer Fan davon, dass sie in ihrem letzten Spiel sehr viel mit Keyframes und Smearframes und sowas gearbeitet haben. Und das tun sie hier nicht mehr. Was an sich okay ist, weil das nicht normal ist, dass du es machst in einem 3D-Spiel. Aber ich glaube, ich hätte es hingekriegt. Ich warte immer noch auf das sehr, sehr coole 3D-Spiel mit so einer Optik, die es hinkriegen. Dass du auch Limited Animations rüberbringst und sehr Keyframe-betont arbeitest. Beim 3D macht das bisher kaum jemand. Und es gibt irgendwie einen 3D-Fighter, das ist hier das Killer Kill If Game, was das hatte, und da sieht man, dass es etwas awkward aussieht, wenn du läufst. Weil du einfach die Animation dann nicht schnell genug auf 360-Grad-Drehungen reagieren können. Müssen wir jetzt suchen, wo der Flash Prince ist, oder müssen wir die Sachen markieren? Was sagen mir die Option? Okay, soll nach den Franks einfach suchen, okay. Also Hi-Fi Rush hat's ja eben nicht gemacht. Ich meine, aber Hi-Fi Rush ist halt auch technisch sehr, sehr advanced gewesen für das, was es ist. Da merkst du halt wieder das riesen Budget. Was die hier offensichtlich nicht hatten. Komm schon! Ich mag den Stil trotzdem. Mir ist gestern erst aufgefallen, weil, Jesus Christ, willst du mich verarschen? Ein Typ hatte mich gefragt, ob ich das Spiel Butterflies kenne. Ein Typ, den ich nicht weiter benenne, scheinbar. Und das ist so ein ähnliches, auch so ein Jet Set Radio inspiriertes modernes Spiel. Erschien dieses Jahr, hat 6 Reviews auf Steam. Und ich dachte, oh nein, Aber das Spiel hat einen deutlich dreckigeren, heruntergekommeneren, mehr sketchy Stil. Und das hat auch was, aber dadurch, dass ich das Spiel gesehen habe, das ist leider nicht gut übrigens, aber dadurch, dass ich das Spiel gesehen habe, habe ich gemerkt, wow, okay, ich mag hier dran sehr, wie clean und sauber und schön diese Welt ist. Du hast große Städte, aber nicht irgendwie... mit ganz viel Smog oder sowas. Du hast einen klaren Himmel, der fantastisch aussieht. Man, erinnert ihr euch daran, dass Videospiele mal blaue Himmel hatten? Mann, vermisse ich das. Nicht, dass es die gar nicht mehr gibt oder so, ne? Aber Mann, vergiss ich, dass das mal irgendwie der Standard war. Sega sollte mal echt wieder gute Videospiele machen. Los, Sega, macht. Hier ist der Deal. Du musst dort oben hinklettern. Du musst da ein Peace Patient und dann... Okay. Zum Glück weiß ich, wie das geht. Aber da kann man, glaube ich, beim ersten Mal ziemlich gut suchen. Ich habe es relativ schnell gefunden. Aber der... Ich weiß nicht, ob ich den richtigen Weg dafür nehme, weil der ist super umständlich. Du musst hier drauf. Dann musst du hier drauf. Erstmal musst du wissen, dass du überhaupt hier drauf kannst. Dann fliegst du hier rüber. Und dann habe ich keinen Boost mehr, was eine sehr schlechte Sache ist. Moment, ich muss kurz Boost sammeln. Ja, Boost. Ey, Boost. Ich wünschte, die hätten höhere Reichweite zum Einsammeln. Egal, das reicht schon aus. Sega plant auch gerade einen Generic Quirky Hero Shooter Nummer 32. Meinst du Hyenas? Sonst weiß ich nicht, welchen du meinst. Ich wurde jetzt schon mehrmals gefragt, ob ich die Beta, die jetzt demnächst spielen werde. Und ich habe echt kein Interesse. Ich weiß, dass viele Leute Hyenas jetzt mit mir assoziieren, einfach weil ich der einzige Mensch bin, der ein Video drüber gemacht hat. Weil Leute noch nie von diesem Spiel zuvor gehört hatten. Aber ich hatte die Alpha ganz kurz gespielt, das war einfach nur öde.
jetzt musst du das machen und das machen und ganz knapp hier drauf landen. Ich glaube nicht, dass das der reguläre Weg ist. Ich glaube, da gibt es einen viel besseren, einfacheren Weg, aber das ist der Weg, den ich gefunden hatte. Dann musst du hier rüber. Musst du hier rüber. Das wird knapp. Musst du hier rüber. Dann musst du hier rüber. Komm schon. Leg dein Handy weg, wenn du arbeitest. Okay. Dann musst du bestimmt auch irgendwas hier machen. Aber warte mal, wie wär's, wenn ich einfach die nutze? Das ist viel einfacher. Perfekt. Let's go. Hey, Black Edition Live. Nein. Ich weiß auch nicht, wie oft ich das eigentlich noch durch die Blume sagen soll, bis ich irgendwann direkt ein Video machen muss, scheinbar, um genau zu sagen, dass nein. Alle Hinweise, die ich über die letzten 8 Monate verteilt habe, die sagen nein, bedeuten nein. Ich muss kurz Durstlöscher trinken, einen Augenblick. So, und jetzt müssen wir, jetzt wo wir die Aufgabe gemacht haben, müssen wir nach Brink Terminal, um da den Flash Prince zu finden. Nee, Kirschenzitrone ist es nicht, das ist Apfel-Orange-Zitrone. Immerhin ein Drittel ist das, was du wolltest. Du räumst so ein bisschen. Ich habe mir ein Riesenpaket mit sehr, sehr viel Durstlöscher gekauft. Ayo, Jigsaw, danke fürs Abo. Ein Riesenpaket mit Durstlöscher gekauft, mit 4 verschiedenen Sorten. Und ich bereue es ein bisschen, weil das Zeugs ist ganz lecker. Aber ich habe immer das... Ich krieg von den Dingern relativ schnell Bauchschmerzen. Und ich dachte immer, das liegt daran... Ich habe gerade noch ein Piece of Franks gesehen. Okay, danke. Ich krieg davon immer relativ schnell Bauchschmerzen. Ich dachte die ganze Zeit, das lag daran, dass ich einfach 500 Milliliter schnell trinke. Aber nein, es liegt nicht daran. Es liegt daran, dass sie wahrscheinlich so viel, also extrem viel Zucker haben. Und vielleicht sollte ich die nicht trinken. Hey, ich wollte die Gegend hier nicht einmal anschauen, nur ein bisschen auffrischen. Keine Zeit dafür, wir suchen den Flash Prince. Ich kann euch sagen, wo ihr den Flash Prince finden würdet. Er ist immer tarn, okay? Jetzt lasst mich in Ruhe. So. Okay. Wir müssen ins nächste Gebiet. Wow, Jigsaw hat erstmal Abos verschenkt. Warte mal, wie viele waren es? 25? Ich möchte noch Hugh D. Ich sag nicht huge. Möchte ich erstmal auch noch Danke aussprechen. Aber fucking 25 Gift-Abos. Dankeschön, Jigsaw. Pretty cool. Für die ganzen coolen Videos. Hoffentlich für 25 coole Videos, die bestimmt noch kommen. Die nächsten Tage werden sehr viel mit Stuff machen, wird gefüllt sein bei mir. Ich hoffe, das Wetter spielt mit, dass ich funktioniere. Weil ich war mal sehr, sehr wetterfest. Es ist warm, egal. Es ist kalt, egal. Dass es kalt ist, ist immer noch relativ egal. Ich kann ja auch noch im Dezember ohne Heizung sitzen. Und bereue es dann, wenn ich mich ins Bett lege und das Bett ist auch kalt. Aber sommerfest bin ich absolut gar nicht mehr. Und, boah, sind das die schrecklichsten Monate. Die letzten Wochen waren so entspannt. Ich habe total vergessen, wie sich Sommer anfühlen kann. Ah, das war so gut. Ja, alles vorbei. Alles zu Ende. So, jetzt sind wir in einem neuen Gebiet. Ist auch eines der letzten Gebiete, die man kriegt. Wir werden noch ein anderes danach haben. Ja, aber dieses Gebiet ist sehr, sehr groß. Machen wir erstmal ein paar Tags. Bevor wir gucken, was wir machen sollen. Da geht's noch nicht lang, da ist der Rest des Gebiets. Ja, wir machen erstmal euch kleinen Dinger. Ja, wenn ein neues Gebiet kommt, hat man erstmal so viel zu tun und in alle Richtungen kannst du irgendwas machen. Let's go! BS.
Hast du noch einer? Dann fehlt uns noch einer. Da ist er. Yeah. Bestimmt ist es irgendwie nur ein Piece, was wir kriegen. Belfuros hat abonniert. Dankeschön. Ich glaube, das Ding war irgendwo hier. Gibt keinen Grund, die Combo aufrecht zu halten, Tim. Aber du machst es trotzdem. Das ist das Falsche. Hier sind zwei. Hängen bleiben. Sehr gut. Mit dir rede ich gleich. Dich verfolge ich gleich. Erstmal will ich das Ding machen. So. Ey, ein Piece. Geh mal kurz runter, um es irgendwo platzieren zu können. Ist hier irgendwo eine große Fläche oder sind es nur kleine? Das sind nur kleine Flächen. Nope, dann egal. Reden wir mit dem Dude, wenn wir ihn wiederfinden. Der Kunst der Multiplikator, dachte erst so, Ronny Hawker, das kommt nicht hin. Nee, der Multiplikator ist komisch. Du kriegst den, also du kannst Punkte machen, wie du willst, aber Punkte, also Multiplikator kriegst du nur, wenn du um Ecken fährst und dabei, die müssen härter sein als das, und dabei in die Richtung drückst. So wie das. Was seltsam ist. Und wenn du an Plakaten Wall ridest. Wie hier zum Beispiel. Gilt das sogar als 3 dann? Ja. Aber es geht auch nur bei welchen, die du in der Kombo noch nicht benutzt hast. Und es ist ein weirdes System. Weil wenn du sagst, Combo-Multiplikator, dann denkst du, ja, Tricks geben dir Multiplikator. Aber das ist hier nicht so, weil du Kombos halt ewig halten kannst, theoretisch. Es sorgt aber für eine gewisse, also dafür, dass du es halt auf eine gewisse Art und Weise spielst. Weil du jetzt die ganze Zeit, nicht die ganze Zeit, eigentlich nur während du Punkte machen musst, aber hältst du Ausschau nach diesen zwei Dingen. Und wechselst das Gebiet, wenn du diese beiden Dinger nicht mehr oft genug findest. Und das ist eigentlich ganz nett. Aber du musst es erstmal erklärt bekommen. Und du musst erstmal einen Blick dafür kriegen. Das Ding ist, ich glaube, die wollten einfach auf einen Balance Meter verzichten, weil das halt nicht der Fokus ist. Und ich höre auch häufig genug, dass Leute finden, dass das Schlechteste an Tony Hawk ist das Balancing. Zumal Tony Hawks hat mehrmals schon mit Schwierigkeitsstufen versucht und jedes Mal, wenn sie es machen, ändert sich eigentlich nur, wie gut du die Balance halten kannst. Und ich kann verstehen, dass Leute einen Kritikpunkt drin sehen. Ich finde, das geht komplett gut auf. Es ist ein sehr cleveres System, das gut funktioniert. Aber ja, ich kann den Kritikpunkt trotzdem irgendwo nachvollziehen. Nur, so, wo ist denn der Dude jetzt? Da ist er. Es ist halt für dieses Spiel nicht angebracht, dass du die ganze Zeit auf deine Balance achtest und hinfällst, wenn du deine Balance nicht halten kannst. Gerade wenn du die ganze Zeit auf der Suche eigentlich nach Pieces bist oder und nicht nach, also allgemein, du bist die ganze Zeit auf der Suche nach Sachen im Level und nicht danach, oh, halte ich meine Combo richtig. Ich wag es nicht, mir zu folgen. Okay, das kriegen wir schon hin. Gut, dass ich nicht weiß, wo er ist. Hey, da wird's angezeigt. Mensch, das ist aber einfach. Wait a second. Aber. Aber. Da oben ist was, das weiß ich, aber ich glaube, das hat nichts damit zu tun. Das ist hier drunter, aha. Wow, ich habe das Spiel erst letztens durchgespielt und ich erinnere mich null an, was man hier machen soll. Wahnsinn. Das ist interessant. Ich glaube, ich darf erstmal meinen Charakter wechseln. Hätte ich es mir ja durchgelesen von den Typen. Ups.
Aber lass mich mal ganz kurz ins letzte Gebiet zurückfahren, meinen Charakter wechseln. Oder es geht in diesem Gebiet nicht, weil sie die Fläche dafür nicht platziert haben. Was kein gutes Design ist. Das ist halt, ich habe es ja im letzten Stream schon gesagt, jetzt startet so der Teil, der glaube ich am schlechtesten designt ist vom Spiel. Die Story zerfällt gerade so ein bisschen und das Spiel zieht sich ohne Grund. Und das ist auch so ein bisschen der Grund, also das ist so die beste Stelle, wo ich sage, das Spiel wird gestreckt und ist es schlechter dadurch. Aber scheinbar, ich meine, ich will nicht sagen, ich bin der Einzige, der das so sieht, aber nein, aber man scheint ja in der Minderheit zu sein, zu sagen, hey, ein Spiel, was länger ist, ist nicht automatisch besser. Aber dann kommen Leute, die sagen, nein, ich geb nur Geld für Spiele aus, die 11.000 Stunden lang sind und ich mag keine Minute davon. Und okay, gut. Okay, dann, ich stimme dir nicht zu. Ich mag meine 5-Stunden-Spiele, die sind 5 Stunden lang. Dann kann ich die, 10 Stunden spielen, um zweimal durchzukommen. Das macht Spaß. Das ist wieder so ein Donkey Kong 64 Ding, deswegen. Wow! Und dahinter ist jetzt eine Aufgabe, die nichts mit dem Fahrrad zu tun hat, die mit jedem anderen Vehikel, ich hab's mir gemerkt, auch funktionieren würde. Cool. Was hat mir das gebracht? Aber ich glaube, sonst ist nichts, oder? Ich krieg mittlerweile Schweißausbrüche, wenn ich erfahre, dass ein Spiel 80 Stunden dauert. Ja, nee, ich meine, lange Spiele haben auch eine Daseinsberechtigung und das ist in Ordnung. Aber das ist wirklich für viele Leute. Das Einzige, was noch wichtig ist, ist echt traurig. Gerade weil es dann immer mit einem, also damals, argumentiert wird. Und ich frage mich das jetzt schon seit über 10 Jahren. Was sind das für Leute, mit denen, was sind das für Spiele, mit denen Leute aufgewachsen sind, so rum, bei denen sie sagen, damals waren Shooter-Kampagnen noch 12 Stunden lang. Welche bitte? Half-Life 2, weil du nie herausgefunden hast, wo du lang sollst? Oder welche Kampagnen reden wir? Und dann bringen Leute irgendwie dann ihre 50 Stunden PS1-Spiele, was dann alles RPGs waren mit sehr vielen Random Encounters. Und sagen, ja, Spiele waren mal viel, viel länger. Und nee, eigentlich nicht. Baldur's Gate 3 ist lang und gut. Ja, das kann sehr gut sein. Ich habe es nicht gespielt. Ich gucke gelegentlich einen Kumpel dabei zu. Es ist auch ein sehr langsames Spiel. Es ist halt ein CRPG, ne? Ja, warum war ich jetzt da? Oh. Das ist eine Route. Da kommt der Breaker-Song schon wieder. Jesus fucking. Okay, alles geht gerade schief, aber wir kriegen das gleich hin. Den Bank 12 versucht. Wir kriegen es nicht hin. Man kann eine ewig lange Diskussion darüber führen, wie lang ein Spiel sein soll, als wenn es da eine feste Antwort geben würde. Aber es gibt genug action-orientierte Spiele, die nicht besser dadurch werden, dass sie 20 Stunden sind.
Wieso klappt das nicht? Wenn du so viel verschiedenen, abwechslungsreichen Inhalt produzieren kannst für ein Spiel mit guten Mechaniken. Cool. Aber nur weil du mehr haben kannst, heißt es nicht automatisch, dass davon alles auch besser ist. Und manchmal ist ein kürzeres Spiel, was ich nach dem Durchspielen dann aber nochmal spielen würde, eventuell sogar besser. Ich meine, ein Remake von Resident Evil 4 erschien erst letztens. Und mit letztens meine ich vor einigen Monaten. Und genau wie dort, aber auch beim Original. War es echt nur für das Peace und das war's? Was soll ich hier bitte machen? Da komme ich eindeutig nicht hoch. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich beim letzten Mal da nicht oben war. Und hab's trotzdem durchgespielt, deswegen bin ich sehr verwirrt gerade. Nee, aber Resident Evil 4 ist ein Spiel, das heißt es nicht nur, dass die Insel so ein bisschen zu viel und zu lang ist. Nicht nur, weil die Insel schlechter designt ist oder so. Das liegt auch daran, dass es dadurch ein bisschen zu viel und zu lang ist. So. Ich mache jetzt einfach ein paar Pieces und hoffe, dass das reicht. So, wenn wir es jetzt machen, aber das ist gar nicht die Aufgabe, müssen wir es später eh machen, deswegen ist es schon okay. Zu Resident Evil Remakes kann ich tatsächlich gar nichts sagen über Länge, weil ich davon immer noch, also von den neuen jetzt eh keins gespielt habe. Irgendwann sollte ich es mal nachholen, ich weiß, aber irgendwie, wenn ich dann nochmal die Originale vorher gespielt habe, dann muss ich erstmal wieder die Originale spielen und dann spiele ich irgendwas anderes lieber in der Zwischenzeit. Das ist gerade so ein Teufelskreis, weswegen ich irgendwie nicht sehr um die Resident Evil Serie gerade herumschleiche, auch wenn ich eigentlich Bock habe, viel mehr von der noch zu exploren. Gerade nachdem ich Teil 4, der erst vor kurzem das erste Mal durchgespielt hatte und es war amazing. Und ich weiß, dass 4 da sehr allein steht mit was es gemacht hat in der Reihe, aber trotzdem Bock auf mehr von ähnlichen Teams habe ich trotzdem, einfach weil Resident Evil tatsächlich gutes Game Design hat. Eine Menge davon sogar. Und dass aus irgendwelchen Gründen dann in der Diskussion immer darauf runtergebrochen wird, dass das Speichern funktioniert nicht so wie in jedem Spiel und die Steuerung funktioniert nicht so wie in jedem Spiel. Aber hey, ich bin Armut Core-Fan, ich lese in den letzten Wochen auch schließlich Diskussionen darüber, dass schlechte Steuerung schlecht ist und alle Leute sind weak. Je mehr Probleme du mit einer Steuerung hast, desto besser ist sie vermutlich. Ist das eins von mir? Das... Ich weiß es gar nicht, müsste ja. Ich überschmier es einfach mal. Ha, jetzt ist noch eins von mir. Du könntest ja Oktober-Stream zu Resident Evil dedizieren. Spooktober oder so. Das ist eine gute Idee, aber ich kenne mich und Rätsel und in einem Stream garantiert mache ich keine Rätsel. Boah, sowas auszuknobeln, wenn ich allein bin, okay. Und manchmal ein bisschen länger zu brauchen, als es... Oh, ich weiß jetzt, wo ich hin muss. Ich hab's herausgefunden. Oh, nix mit Softlock oder sonst irgendwas. Ich war nur doof.
Aber so du dich selbst auszuknobeln oder so, oder gelegentlich einfach falsch zu liegen oder zu denken, aha, ich habe bestimmt die Lösung schon, ich muss sie nur finden, anstattdessen heißt es, nein, geh einfach woanders hin. Der Grund, warum ich in jedem einzelnen Metroidvania Probleme habe. Das ist für mich allein okay, aber nicht in einem Stream. Auch wenn ihr amüsiert werdet, da bin ich mir sicher. Ich hab mir die Bombe gemalt. So, hier sind noch zwei Sachen drin. Sorry. Ich hab euch aus eurem eigenen Stadtviertel gejagt und jetzt mache ich erstmal das nächste Stadtviertel, wo ihr euch hin verpissen musstet. Mache ich auch noch kaputt. Ganz wichtig. Wow. Jetzt haben wir endlich den Flash Prince gefunden. Wir waren erst da, wo er war. Dann hieß es, da ist er nicht. Geht dahin, da ist er jetzt. Dann heißt es, nee, mach erstmal eine Aufgabe. Dann mache ich diese Aufgabe. Dann sagt er, der ist dort. Dann gehe ich zu dort. Aber da ist er auch nicht. Und dann gehe ich zu irgendwo hin. Und dann irgendwo ist er dann endlich. Und es geht um Red. Prince, wir brauchen dich. Unsere Jungen zu reparieren. Das sieht echt schlecht aus. Er ist verletzt. Das ist alles, was wir hören müssen. Gehen wir. Ah! Ihn müssen wir nicht überzeugen. Hätte mal jemand seine Telefonnummer gehabt. Jetzt kann er Red endlich helfen, nach dieser Schnipseljagd ohne Grund. Gut, dass du vorbeigekommen bist, ich hab mich schon gelangweilt. Oh Red, ihm geht's gut. Hatte nur eine leichte Gehirnerschütterung. Der Stream läuft jetzt seit 37 Minuten. 4 Minuten davon habe ich Musik gespielt. Keine Ahnung, eine war ich im Menü. Nichts davon hatte Relevanz für irgendwas. Und jetzt könnte man sagen, ja mein Gott, die geben dir Aufgaben und versuchen eine Story-Begründung, die nur so halbherzig ist, zu erfinden. Es geht doch nicht um die Handlung, es geht doch darum, dass du gutes Gameplay dabei hattest. Hatte ich aber nicht. Und ja, Toastbrot, die Silent Hill Spiele sind bei Rätseln deutlich schlimmer, aber die würde ich deswegen auch nicht streamen wollen. Ich habe diesen Drang, wenn ich streame, die ganze Zeit Fortschritt zu zeigen und fühle mich sofort unter Druck, sobald es minimal kurz nicht weitergeht. Case in point, ich wusste gerade nicht, wie es weitergeht. Red ist gar kein Cyberhead. Mir wurde ein menschlicher Kopf gegeben und ich sollte ihn am Leben halten. Also habe ich einen Standard-Cyberhead gepackt. Aber ich weiß, wie die Nerven funktionieren. Ohne Körper werden sie schwächer und verrauen. Erinnerungen gehen verloren. Ich muss etwas tun. Ich kann plötzlich Trice mit diesem perfekt passenden, kopflosen Körper. Suspension of Disbelief, vergisst nicht. Ich muss sagen, das erklärt die Kopfschmerzen. Okay. Und das Gesicht erkennt er auch aus seinen Träumen. Und hier ist die Textur irgendwie misaligned. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Du hast dieses Flügeltattoo mit der niedrigen Auflösung. Hm? Hat Silent Hill 1 nicht dieses richtig schwierige Rätsel mit dem Flügel? Apropos Flügel, ne? Der Kopf, der da drin ist, ist Public Enemy Number 1. Nee, ich stream auch lieber Sachen mit Action, aber dann kann ich den Stream-Chat nie lesen, weil ich würde euch gerne mal die Ace Combat-Serie zeigen. Nicht von 1 bis 7, an 7 habe ich schon mal gestreamt, aber vielleicht von 4 bis 7 oder so. Bis 6 dann eher. Aber, boah, ich werde den Chat nicht lesen können. Ich bin die ganze Zeit im Vorwärtsflug. Das könnte jedes Mal. Immer wenn ich kurz auf den Chat gucke, ist da ein Berg vor mir. Ich weiß es ganz genau. Aber irgendwann. Ich habe Pläne mit Spielen, die ich unbedingt irgendwann mal gestreamt haben möchte. Und das ist da drunter. Unser Crew ist das, was zählt. Ob DJ Cyber oder dieses Project Algo, wir räumen sie alle aus dem Weg. Ich werde meine Vergangenheit so oder so herausfinden. Mir ist wichtiger, dass wir als Crew, was wir als Crew erreichen. Ich dachte, dass du das sagen würdest. Danke, dass Vinyl kurz aus dem Bild geschoben wurde. Das ist unser Red. Und jetzt holen wir uns All City. Und gehen nach Pyramid Island. Pyramideninsel. So.
Und hier ist die Crew, die irgendwie fast mein Lieblingsdesign im Spiel hat. Zip. Okay, und jetzt ist alles wieder okay. Nichts, was wir in diesem Stream bisher gemacht haben, hatte Story-Relevanz oder Gameplay-Relevanz. Und die Sache ist, anfangs war wirklich die Story das, was mich am meisten interessierte, weil sie einfach interessante Dinge erwähnt haben. Weil sie plötzlich gesagt haben, hey, es geht um Wurzeln, Zugehörigkeit und wie wichtig ist das überhaupt? Wie wichtig ist das, was wir aus uns selbst machen? Es ist so, ja. Gerade in einem Spiel, wo es dann irgendwie um Crews geht, kannst du genau solche Themen sehr gut behandeln. Mittendrin vergisst das Spiel das so ein bisschen, dass sie darüber reden wollten. Leute. Borge. Skate 3 Stream, boah, das wäre aber, glaube ich, echt öde. Skate 3 ist ein gutes Hangout-Game, aber Skate 3 ist ein schlechtes Spiel wegen einem Progress-Game. Außer du willst die ganze Zeit die Todesrennen machen, weil dann bin ich dabei. Dann let's go. Das erste ist kacke und der Rest ist großartig. Mein Lieblingselement im gesamten Spiel gewesen. Jetzt geht's auf die Pyramide. Das Container-Level des Spiels. Burgir. Meine Lieblingssache ist, wenn du hier rüber springst, warte mal. Ha! Kommst du nicht wieder zurück. Und ich war so verwirrt, ob ich jetzt wirklich hier gefangen bin in dem Level. Und dann habe ich es versucht. Ah, hier ist ein Feuerlöscher. Spring auf den Feuerlöscher. Ah, krieg ich nicht hin. Krieg ich's hin? Oh, jetzt habe ich keinen Boost mehr. Und weil niemand im Spiel irgendwas dazu sagt, du gehst vom Scanpoint runter, du machst einen Kick, du machst einen Sprung und dann bist du drüben. Mann! Spiel! Bohrinsel von Tony Hawk's Pro Skater 3 Vibes? Ja, ich musste tatsächlich auch an die Tony Hawk Bohrinsel denken. Gerade auch, weil das Level extrem viele Stockwerke hat. So, Aufgabe ist tatsächlich mit jemandem reden erstmal, okay. Apropos Tony Hawk, ich will irgendwann mal diese gesamte Reihe streamen. Und mit die gesamte Reihe meine ich alle bis zu den Teilen, die ich nicht mehr mag. Und dann fragen alle, wo bleibt American Wasteland? Das war mein Lieblingsteil. Und dann muss die ganze Zeit vor Ekel erregte Geräusche machen. Wir wechseln mal den Sound. Wir sind die ganze Zeit irgendwie irgendeiner Playlist von irgendwie 3 Songs gefangen. Stattdessen hören wir Get Enough. Let's go. Könnt ihr mir vorstellen, MechWarrior 5 zu streamen? Nee. Ich hab's nur sehr, sehr wenig gespielt. Ich wollte viel mehr spielen. Aber ich. Das ist so. Die Schwierigkeiten, die alle mit der Steuerung von Arm und Core haben, habe ich dort. Nicht, dass ich nicht verstehe, was sie machen wollen. Ich habe nur weniger Interesse an das, was sie machen wollen. Wobei ich trotzdem irgendwie seit Ewigkeiten mal Lust hatte, die alten Teile zu spielen. Aber die zum Laufen zu kriegen, ist relativ schwierig und sich an diese zu gewöhnen, ist auch relativ schwierig. Es wirkt irgendwie, als wenn ich MechWarrior 5 irgendwann spielen sollte, nachdem ich die alten kann. Und das kann auch ein paar Jahre dauern, bis das mal passiert oder so. Das, was für manche Leute MechWarrior ist für mich halt Armored Core. Das ist eher meine Reihe. Und ich...
jeden Tag sitze ich hier und ändere stets meine Meinung, ob ich jetzt Angst habe vom Release von Armored Core 5 oder mich Armored Core 6 oder mich extrem drauf freue. Weil neues Armored Core, amazing. Neues FromSoft hat so viel Geld wie noch nie zur Verfügung. Die Reihe war immer super low budget und das erste Mal jetzt wird es wahrscheinlich nicht der Fall sein, dass es low budget ist. Super. Neues FromSoft ist aber auch nicht mehr altes FromSoft. Und ich weiß noch nicht, ob ich den Kampf mögen werde. Ich weiß nicht, ob es ein Spiel wird, was sich komplett auf seinen Schwierigkeitsgrad fokussiert, weil das ist so ein bisschen das Gimmick von FromSoft geworden. Und viele Features, wo wir halt schon gesagt haben, dass sie drin sein werden oder dass sie nicht mehr drin sein werden, zeigen mir so, das ist nicht das, was ich von deren Spiel eigentlich haben möchte. Oh, hier passiert das. Das ist mir beim letzten Mal passiert. Ich bin durch diese ganze Gegend gefahren, hab alle Tags mitgenommen, die ich finden konnte und hab dann gesucht, wo ich hin soll. Du sollst vor dieses verschlossene Tor fahren, dann kommt eine Zwischensequenz, dass das Tor verschlossen ist. Sorry, dass ich nicht zu dem offensichtlich verschlossenen Tor gefahren bin, weil ich wusste, dass das verschlossen ist. Und nein. Und solche Sachen. Nee. Ich hatte eine Handvoll davon. Das muss ich aber gleich mal den Chat lesen, nachdem ich noch Passphrase platziert habe. Das ist nicht auch generell das Gimmick von Azi, dass es bockschwer ist. Eben nicht. Eben nicht. Es gibt. Also ja, die Spiele haben auch schwierige Stellen. Und sie sind punishing, wenn du verlierst. Gerade die frühen Teile. Aber das würde ich nicht als direkten Schwierigkeitsgrad bezeichnen oder so. Das ist nicht irgendwie, oh, du stirbst nach einem Treffer, naja, dann musst du halt besser ausweichen oder sowas. Die haben schwierige Stellen, aber sie sind nicht durchgehend schwierig oder sowas. Und ich habe ein bisschen Angst, dass es halt genau das jetzt wird. Das ist halt, du hältst wenig aus und wenn du 3 Treffer abkriegst, dann war's das und du musst die ganze Zeit aufpassen und selbst kleine Gegner können gefährlich. Nee. Sorry, das möchte ich nicht. Der Kampf wird wahrscheinlich besser denn je sein. Aber Armored Core noch nie einen guten Kampf. Aber, ich spiel's gar nicht für den Kampf. Ich spiele Armored Core wegen allem anderen. Und ich hoffe, dass all das andere gut ist. Aber das werden wir in ein paar Tagen herausfinden. Ich werde vermutlich streamen, aber ich würde wahrscheinlich die ersten paar Stunden für mich selbst spielen wollen, damit ich erstmal ein Gefühl dafür kriege, bevor ich meine Gefühle vor die Massen speie, weil so cool es ist, Videospiele zu streamen. Dadurch, dass du dabei redest und gerade dadurch, dass ich für sowas ähnliches wie Reviews bekannt bin, haben Leute halt natürlich sofort Interesse dran, eine Review-ähnliche Meinung zu irgendeinem Thema zu hören von mir. Und es ist meistens viel zu früh, sich diese Meinung direkt zu formen. Kein Soulsborne-Fan, nehme ich an. Ich mag Dark Souls. Dark Souls ist amazing. Aber ich brauche. Dark Souls gibt's schon. Ich will aber Armored Core haben. Und da der Combat-Designer von Sekiro, oder beziehungsweise der Director von Sekiro am neuen Armored Core sitzt. Und Leute schon gesagt haben, es hat Ähnlichkeiten zu dem Kampf dort. Habe ich jetzt gestern das erste Mal Sekiro angefangen? Weil ich habe das mir nie gekauft. Das über Family Share von einem Kumpel. Und ich bin noch nicht weit. Ich kann noch keine wirkliche Meinung abgeben, aber. Und ich habe auch sehr häufig gehört, dass sobald es Klick macht, ist es halt eines der besten Action-Games, die du haben kannst. Aber Sekiro ist punishingly hard, während Dark Souls halt einfach nur anspruchsvoll ist. Mit einigen Stellen, die dich zur Verzweiflung treiben können. Aber Sekiro ist halt direkt vom ersten Gegner an sehr punishing. Und das ist ein Unterschied, ja. Und ich hoffe nicht, dass Armored Core das wird. Armored Core hat einen Teil, der extrem schwer ist. Und lustigerweise, das ist genau mein Lieblingsteil der Reihe.
Aber ich mag den nicht ausschließlich, weil der so schwer ist. Deswegen. Mal gucken. Ich habe nur Angst, dass das FromSoft zu sehr in diesem Gimmick drin steckt. Aber das werden wir jetzt herausfinden. Schließlich bestand Elden Ring größtenteils auch aus: Hey, guck mal, wie der trackt der Gegner. Und hey, guck mal, wie der wieder antäuscht und erst dann zuschlägt. Wow, ist das nicht schwer? Okay. Aber dafür ist der Checkpoint direkt vom Boss. Du kannst ihn also 100 Mal wieder versuchen. Statt nur 5 Mal, aber du musst etwas laufen. So, biggest Souls Hater of all time, scheinbar. Nein, ich habe Dark Souls 2 nicht gespielt. Ich habe auch kein Interesse. Wie hieß der Free-to-Play-Show, den du mal vorgestellt hast? Da konnte man so sliden, Schwung aufnehmen und fliegen. Du meinst wahrscheinlich Tribes Ascent, aber den gibt's nicht mehr, leider. Der ist längst down. Der existierte bis letztes Jahr trotzdem noch einfach so vor sich hin mit so einer kleinen Rest-Community. Aber dieses Jahr wurden die Server tatsächlich down genommen. Und das ist ja schade. Es gibt, glaube ich, Privatserver-Projekte oder so, aber ich habe da nicht mich weiter mit beschäftigt. Aber ist ja schade, weil das Spiel war ziemlich gut. Und ich wünschte, ich hätte es mehr gespielt in meinem Leben. Weil man erst im Nachhinein weiß, was man vermisst. Wo ist das letzte Ding? Wo ist das letzte Ding? Oh, da ist es. So. Ich sehe gerade, dass Snake Girl einen eigenen Snake Emote hat und es ist sogar ihr eigener. Amazing. Ich mag das Commitment zu irgendeinem Viech einfach. Hey, hallo. Willkommen beim grünen Vogelkanal. Wovon 60% nicht wissen, wo das herkommt. Ich bin einfach. Ich bereite mich schon vor auf die furchtbarsten Diskussionen mit Souls-Fans, die ich jemals haben werde, wenn Armored Core erscheint. Weil die höchstwahrscheinlich stattfinden werden, egal was für ein Spiel das ist. Und ich habe nichts gegen Souls. Absolut nicht. Ich werde es, wenn ich ein Video mache über Armored Core, werde ich es vielleicht fast ein bisschen vage halten, damit deutsche Leute denken, ich habe was gegen Souls. Aber nein, ich habe nichts gegen Souls. Absolut nicht. Dark Souls ist ein sehr gutes Spiel. Demon's Souls will ich auch noch durchspielen. Und jetzt, wo ich herausgefunden habe, dass es eine Möglichkeit gibt, sich Messages und sowas zurückzuholen, die ganzen Online-Features in der PS3-Version, hatte ich die PS3 wieder angeschlossen und hab da Bock drauf. Wobei ich jetzt erstmal mit sehr vielen anderen Spielen beschäftigt sein werde, die nächsten paar Wochen. Das ist gut. Aber ich möchte ein Armored Core haben und ich möchte nicht mit Dark Souls-Fans diskutieren. Und das ist schon passiert, die mir sagen, ja, aber Dark Souls ist viel besser. Armored Core klingt nach dem langweiligsten Spiel der Welt. Das finde ich gut, dass sie alles ändern. Okay. Gut. Wusstest du, dass sie Dark Souls gemacht haben und noch ein paar andere Spiele, die genauso sind wie Dark Souls, spielt auch die. Wie wär's damit? Ah, fast 69. Fehler. Weiß gerade gar nicht, was meine Aufgabe ist. Mit jemandem reden, okay. Hey, da tanzt jemand. Wünschen Sie, würden Pfeile anzeigen? Come on. Lass ich mal laufen oder so. Hier, Team Skull aus Pokémon, erinnert sich noch jemand? Das erste gute Gegenspielerteam seit Team Magma in der Pokémon-Reihe. Sag ich als jemanden, der nach Gen 3 aufgehört hat, sich Pokémon-Teile zu kaufen und deswegen habe ich diese Meinung. Die sind so ähnlich, nur noch besser. Und der Song ist aber nicht so gut. Ich habe mir das Fatih-Video tatsächlich gar nicht angeguckt, weil ich spreche mal kurz aus dem Nähkästchen. Auf dem Patreon habe ich das gestern gepostet. Ich hatte ein Video, was sehr ähnlich ist, geplant, schon seit ziemlich langer Zeit, muss aber die ganze Zeit Sachen dazwischen noch machen. Und jetzt dachte ich auch, jetzt kurz vor Release bringe ich das Video über meine Faszination mit der Ace Combat Serie, Armored Core, danke,
Ich sehe den Fehler, passiert mir seit Wochen schon. Mit der Armored-Core-Serie, was daran großartig ist, weswegen ich das mag und mit welchen Teilen man anfangen sollte und sowas. Es kam zu einigen Verzögerungen und jetzt lohnt es sich nicht mehr, ein paar Tage vor Release des neuesten Teils zu sagen, hey, das solltet ihr spielen, bevor ihr 6 spielt. Weswegen ich das jetzt erstmal aufs Eis gelegt habe. Die Einleitung könnt ihr auf meinem Patreon tatsächlich sehen. Das war gerade Werbung. Ich denke, so ein Video hat danach immer noch eine Daseinsberechtigung, gerade weil Nachteil 6, der sich wahrscheinlich sehr anders spielen wird als jeder Vorgänger, sind diese Spiele nicht direkt obsolet, auch wenn die meisten Leute sie wahrscheinlich nicht mehr anfassen wollen werden. Mir aber egal, die passen jetzt 100 für trotzdem irgendwann mal teilen. Die Reihe ist sehr cool. Hey. Findest du, man könnte Armored Core mit Ace Combat vergleichen? Ein bisschen in manchen Punkten tatsächlich. Aber Ich sag's einfach mal so, weil Armored Core gameplay-technisch in den Vergleich zu stellen, zu beschreiben, ist ein bisschen schwierig. Aber mochtest du es jemals in einem Spiel wie, keine Ahnung, den alten Rainbow Six spielen, dein Team pro Einsatz anzupassen, zu bestimmen, wer mitkommt, was für Waffen die haben, was für Rüstung die tragen oder sowas? Mochtest du es in Ace Combat? Da sagt jemand, das ist eine Mission mit Bodenfeinden und du wählst extra ein Flugzeug und eine Waffe perfekt für Bodeneinheiten. Magst du es in, weiß ich nicht, EDF oder allen anderen Spielen, die sowas haben, vor jedem Einsatz zu bestimmen, welche Waffen du mitnehmen möchtest? Falls ja, Armored Core ist das mal 10. Das ist das mal 10. Du kannst alles an deinem Mac verändern. Du kannst. Alles hat irgendeinen Einfluss auf irgendwas anderes in deinem Mac. Du kannst Missionen richtig cheesen mit den richtigen Tools. Aber du kannst es auch richtig hart haben, wenn du einfach sagst, ja, ich mag aber diese Waffe und ich werd diese Waffe nutzen. Ist egal, was kommt. Und manchmal ist es wirklich dein Build von deinem AC, der bestimmt, ob eine Mission unschaffbar schwer ist oder einfach der Gegner schmilzt. Das ist übrigens direkt aus dem Text, diese ganzen Zeilen, deswegen habe ich die gerade so gut im Kopf. das mag nicht für jedermann irgendwas sein, aber ich finde es einfach gut, dass es in einem Spiel, in dem es darum geht, Max zu bauen, darum geht, wie du Max baust. Oh nein, die Kopfolenten kommen. Hey, das heißt Dicke. Ist nicht gut, ist nicht nett. Gut, das ist der Kampf nichts wert ist in diesem Spiel. Ich hab gestern Top Gun Maverick geguckt und spontan gedacht, dass ich wirklich Bock auf Ace Combat bekommen habe. Lohnt sich, glaube ich. Es gibt einen Top Gun Maverick DLC, aber das würde ich mir nicht kaufen, weil das ist ein Flugzeugskin für 15 Euro oder sowas. Bullshit. Nein, nicht der Song, der mein Video gestrikt. Nein, mein Stream-Upload wurde gestrikt, weil Firmen, die nicht die Rechte am Soundtrack haben, sagen, dass sie die Rechte am Soundtrack haben, was einfach bei YouTube machbar ist, was einfach so kein Problem ist. Ohne Strafe oder so durchziehbar. Hören wir uns Anime Break an. Nee, du möchtest reden. Armored Core ist aber kompliziert. Ich weiß nicht, wie einsteigerfreundlich 6 sein wird. Ich weiß auch nicht, ob ich damit Probleme haben werde, weil es wahrscheinlich trotzdem sehr anders sein wird als die Vorgänger. Ich bin, was das angeht, sehr gespannt. Und muss dann, wohl oder übel, werde ich zwar das Spiel für mich irgendwie bewerten als ein neues Armored Core, aber gleichzeitig muss ich dann wahrscheinlich auch irgendwann einfach sagen, hey, selbst wenn es nicht mein Lieblings-Armored Core ist oder so, hier als Actionspiel, weil du deinen eigenen Mech baust, vermutlich schon ziemlich gut. Egal, was sie eigentlich machen, das wird ziemlich gut, ich bin mir ziemlich sicher. Ich hab nur Angst, dass ich in einigen Punkten enttäuscht werde, weil einige meiner Lieblingselemente der gesamten Reihe fehlen werden und wir noch nicht wissen, ob die einen guten Ersatz haben werden oder nicht. Das hat geklappt, wow. Da habe ich schon längst was getaggt, aber dann wurde da wieder was rüber getaggt.
Messages. Alte Tricks. Hey Mario, einen kleinen Trick-Tipp für dich. Wiederholte Tricks geben nicht so viele Punkte. Wechsel zwischen Grind, Flatlink, World Tricks etc. Um Wallrides und deine Tricks frisch zu halten. Und damit deine Punkte schon hoch zu bleiben. Okay. Das ist seine Stimme jetzt, so klingt er. Jetzt muss ich da erstmal hoch. Ich wünsche, das Level wäre nicht so super linear aufgebaut. Es gibt nur einen Weg dort hoch und das ist hier rüber. Es gibt keine Abkürzung oder sowas. Habe ich Blinks gespielt. Ganz kurz auf der abwärtskompatiblen Xbox 360, was nicht wirklich funktioniert hat. Na, ich habe dabei Blinks 2 aber gespielt. Aber das hatte einen Koop, daran war ich interessiert. Und dann lief es mit 10 FPS und da war ich nicht mehr so interessiert. Die Abwärtskompatibilität von der 360 war nett gemeint, aber nicht gut. Hey. Um sie Ace Combat mit Tastatur zu spielen oder eher mit Stick? Controller. Flight Stick kannst du benutzen, auch wenn sie nur eine gewisse Anzahl an Flight Sticks supporten. Aber ich würde es mit Controller spielen. Tastatur kannst du komplett sein lassen. Das lohnt sich nicht. Das funktioniert bei dem Spiel nicht. Nicht, dass Flugzeugspiele mit einer Maus nicht funktionieren würden. Aber die haben keinen guten Support. Ich würde sagen, das Spiel ist zu schnell für einen Flight Stick. Manche schwören drauf, aber ich... Ich habe mir extra einen gekauft, aber ich kam nicht damit klar. So überhaupt nicht. Ich glaube, wir haben mehr Punkte als die. So ganz knapp. Easy breezy. Yo. Surge up. Okay, wir haben ihn besiegt, glaube ich. Wow. Wir müssen jetzt runterspringen. Das wird gut. Da gibt es was zu holen. Oder auch nicht. Ups. Oh nein. Und vor denen habe ich immer noch Probleme. Ich glaube einfach, du sollst gegen die dashen. Ja, okay. Gegen die dashen funktioniert. Okay, gut. Das ist die einzige Methode, gegen die gut klarzukommen. Beide tot. Oder angeschmiert. Also ich zocke erst Combat mit Stick und Frotte funktioniert gut. Ja, das ist... Ich meine, mittlerweile werden ein paar mehr Sticks supported. Aber die hatten am Anfang eine sehr, sehr enge Auswahl an Sticks. Und, ich erinnere mich daran, dass manche Magazine sich darüber lustig gemacht haben. Mit, haha, die Fans beschweren sich, weil ihr Stick nicht supported wird. Hey, das ist Ace Combat, das ist ein Arcade-Spiel. Wer spielt denn das mit Stick? Keine Ahnung, vielleicht Leute, die einen Stick haben und ein Flugzeugspiel damit spielen wollen. Warum ist das Judgment? Warum kann man... Die einfach sagen, hey, es wäre gut, wenn die mehr Sticks als so drei supporten würden. Nee. Man muss erstmal sich über Leute lustig machen, weil sie ein Hobby haben. Das ist ganz wichtig. Das ist der nächste Dude. So ein Umweg, den man immer fahren muss. Mit wie viel FPS läuft was? Das hier? Also bei mir mit 144, glaube ich. Oder 60. Ich bin jemand, der niedrige Framerates nur gelegentlich tolerieren kann, aber ich habe tatsächlich Probleme, richtig harte Unterschiede zwischen 60 und 144 Frames zu sehen. Jeder sagt mir, das stimmt nicht, das sieht man ganz einfach. Und so, okay, danke, dass du bewertest, wie mein Hirn funktioniert.
So, oh mein Gott. Mach 3 Quarterpipes in einer Combo. Schaffst du das? Spieler, der im vorletzten Level des Spiels ist. Ich sehe einen Unterschied, wenn ich zwischen meinen beiden Bildschirmen die Maus hin und her schiebe, weil der eine ist 60 und der andere ist 144 Hertz. Aber ich habe definitiv, also ganz selten merke ich, oh ja, das ist 100, eindeutig 144. Wobei ich sie trotzdem präferiere, womöglich, ne? Aber tatsächlich kann ich persönlich darauf verzichten. Wow, du hast es geschafft. 3 Quarterpipes, die nebeneinander sind. Nebeneinander zu fahren. Wow. Gute Aufgabe fürs vorletzte Level. Nicht, dass es noch zu schwer wird. Es kommt natürlich auch mal drauf an, welche Bewegung du siehst, um den Unterschied zu sehen. Wenn nur jemand von links nach rechts läuft oder sowas, dann wirst du es auch nicht mitkriegen. Aber ich hatte vor kurzem ein 16-Bit-styled Pixelspiel gespielt, was 144 FPS-Support hatte. Und das sah ganz komisch aus, weil du das einfach nie gewohnt bist bei so einem Genre. Du denkst, die laufen eigentlich immer in 60. Und da habe ich wirklich einen riesen Unterschied gesehen. Ey, das war frech. Das war frech. Toastbrot, ich glaube, du hast noch nie coole Robo-Parts gesehen. Nein, wir haben jetzt eine Kampfaufgabe vor uns. Der Song ist ganz nice. Bombe! Boom! Wie passend. Easy breezy. Wir buchstabieren das. Gott, und 150 Rep. Landratten. Okay, das Wort Landratten ist gut. Das passt sehr gut zu solchen Leuten. Das werden die Bullen ständig nutzen. Nee, ich mag, dass sie in den Kampf auch das Sprain ein bisschen mehr involviert haben. Ich meine, Jetson Radio Future hat schon ein bisschen was davon probiert, aber das funktioniert hier ein bisschen besser, aber es ist trotzdem kein gutes Kampfsystem. Ich könnte sagen, so schlimm ist es nicht, weil du kämpfst ja so selten und er ist halt sehr einfach, der Kampf. Und ja, aber das ist nicht ein Pluspunkt, sondern der einzige Grund, warum es erträglich ist. Weil wenn der Kampf jetzt noch schwierig wäre, uiuiui, da hätten wir ein Problem. Yay! Wir haben jetzt einen Weg nach unten freigeschaltet. Oder von unten nach oben. Tiu, Bomb. Na gut, dass ich sie spiele, weil jetzt komme ich hier durch. Jeden Augenblick. Achso, warte mal, vielleicht ja. Okay. Das hätte nicht so kompliziert sein müssen. Den Song haben wir freigeschaltet. Spielen ab Dr. Laser. Ah, der Song. Endlich haben wir ihn. Ich mag ihn sehr. Ist auch andere Charaktere mit anderen Fähigkeiten. Du hast andere Charaktere, ja. Die haben auch andere Vehikel, ja. Andere Fähigkeiten, fast so ein bisschen, aber eigentlich nicht wirklich. Ausschließlich, um bestimmte Türen zu öffnen, brauchst du manchmal bestimmte Vehikel. Das ist nicht unbedingt das beste Design, aber ist einfach, du kannst nach Präferenzen gehen. Magst du Skateboards? Kannst du einen Skateboarder spielen. Magst du einen BMX? Kannst du einen BMXler spielen. Magst du den Skateboarder, willst du einen BMX nutzen? Geht auch. Kannst du auch wechseln.
war aber noch ein Tag, da will ich hin. Ich mag sie, sie ist cool, sie hat eine gute Stimme. Das sind komplett die Ärmel, die es machen bei ihr tatsächlich. Das gibt ihr eine super interessante Silhouette. Ich rede über Designs, wisst ihr. So, damit uns die Bullen nicht mehr verfolgen, gehe ich mal ganz kurz aufs Klo. Jetzt bin ich im Klo drin. Ist es jetzt weniger Goff für dich? Reicht dir das? Hier ist das nächste Klo. Das ist eine Platzierung. Ah nee, hier ist schon richtig. Moment. Nein, das ist falsch. Da wollte ich nicht hin. Okay. Wo ist das hier überhaupt? Hier hoch? Meine Güte. So. Hey, das ist ein bisschen eng für die Kamera. Dachtet ihr nicht auch? Okay, das Sprung kann ich nochmal versuchen. Tot. Die Kamera kommt nicht ganz damit klar, aber die Aufgabe ist eigentlich ziemlich gut. Das macht Spaß. Das habe ich auch noch nie in einem Spiel gesehen. Das ist ein Abschnitt. Vom Timing klappt es nicht. Doch, es klappt. Die Tatsache, dass man solche Dinge überhaupt gelandet kriegt, spricht eigentlich für die Mechaniken des Spiels. Aber von den Timings ist es immer ein bisschen weird hier. Das ist jetzt das zweite Mal, dass ich es mache. Und schon beim ersten Mal ist es nicht so aligned, wie du es gerne hättest. Dann musst du eine extra Runde drehen. Und was kriegen wir dafür? Einen Song. Was ist hier im Spiel? Du musst Aufgaben erledigen und dafür brauchst du aber meistens genug Punkte und Punkte sammelst du, indem du Tags hinterlässt an Orten, wo du die hinterlassen kannst. Und die musst du suchen und das ist das Spiel. Oh, ich hab's nicht gesehen. Und dadurch verpasst. Upp. Oh nein, die Korpulente schon wieder. Just
Ding ist, es lohnt sich nicht, gegen die zu kämpfen, weil wenn du gegen die kämpfst, dann verfolgen dich nur noch mehr. Das heißt, es gibt eigentlich keine andere Möglichkeit, was gegen die zu tun, außer einfach abzuhauen. Und ins Klo abzuhauen. Weil dann kann man sich umziehen, dann wissen sie nicht mehr, wer du bist. Weil das Outfit sich so sehr verändert hat, scheinbar. Fighting Frosch, nein, das ist nicht von Sega, das ist ein geistiger Nachfolger zu Jet Set Radio, aber kein echter Nachfolger. Aber es hat den Musiker für zumindest 3 Songs vom echten Jet Set Radio. Falls es ausreicht. Aber das ist von den Machern, die Lethal League gemacht haben, was ein sehr, sehr gutes Fighting Game ist, was ihr spielen solltet. Auch in der Fighting Games ist es Fighting Game-esque. Ich würde immer sagen, das ist ein Twist auf Fighting Games, aber es ist definitiv was sehr, sehr Eigenes. Eignet sich sehr gut, um es mit Freunden ein paar Runden zu spielen, auch wenn man nichts kann. Das Spiel ist sehr hype. Habe ich jetzt überhaupt genug Punkte schon? Wie viel wollte denn haben? Ich glaube, ein bisschen mehr. Muss erstmal anders hinsetzen, hier sagt. Ich könnte sonst einfach noch mal ein bisschen höher gehen und oben sicher noch einige Tags, die man machen kann. Ich weiß sogar, hey, hier gibt's welche. Haha. Und ich hatte Mikro-Ruckler und bin jetzt runtergefallen. Das war nicht ideal. Wir wechseln mal den Charakter. Wir können wieder mal ein bisschen BMX zeigen. Nein, das ist nicht die richtige Taste, das ist die richtige Taste. Let's go. 150 war's. Lethal League ist amazing und sehr tacky. Das ist das, was du meintest, oder? Toastbrot. Das Ding ist, das erste war relativ groß, weil YouTuber sehr gerne... Ey, danke Knusp, das Abo. 31 Monate schon, uiuiui. Das erste war mal relativ groß, weil einfach sehr viele YouTuber es mal für ein Video gespielt haben und es halt immer für sehr viel Gebrüll, sehr viel Gelächter und so gesorgt hat. Aber es hatte einen richtig furchtbaren Netcode und es hatte einfach designtechnisch so ein paar lose Enden. Und dann kam der Nachfolger raus, der dasselbe Spielprinzip war, mit derselben Spielbarkeit, aber in allen Punkten besser, mit besserer Grafik. Die paar losen Enden in den Mechaniken, ist schon wieder passiert, wurden ausgebessert. Und dann hat es aber keinen interessiert. Und das ist so schade. Ich habe es eine Zeit lang ziemlich gern gespielt, aber es war dann genau in der Zeit, als dann mein PC einen sehr guten Breakdown hatte. Aber im Gegensatz zu Musik war das gar nicht so gut. Dann, als ich den PC zurück hatte, war schon halb tot. Und da dachte ich, blöd. Hey, es kommt doch bald ein Switch-Port, dann kann ich darüber reden, sobald der kommt. Oh, der Switch-Port war kacke. Der hatte 30 FPS. Oh, ein paar Monate später haben sie es haben sie es gepatcht. Dann hat er 60 FPS gehabt. Ja, jetzt war es aber zu spät. Das hat auch keiner mehr gespielt. Hm. Schwierig. Song kommt mir gerade ein bisschen zu oft und ich mag den. Aber der ist eindeutig nicht zum Anhören, sondern zum Tanzen gemacht worden. Und deswegen ist er auch extrem monoton. Das Spiel ist quasi Jet Set Radio und es spielt sich besser. Das ist eigentlich das, worauf man hoffen konnte. Weil ich finde halt auch, dass Jet Set Radio, zumindest das erste Spiel, sich erstaunlich schlecht spielt. Es hat einen Grund, warum Leute bei diesem Spiel immer nur über den Grafikstil reden und über die Musik, aber nicht ein einziges Mal sagen, ey, und das Gameplay, das war richtig gut. Es hat der Reihe nie geholfen, dass es sehr schnell immer mit Tony Hawk verglichen wurde, weil die
weder von der Spielstruktur noch den Mechaniken irgendwas miteinander zu tun hatten. Und wenn Leute da ein Extremsportspiel wie Tony Hawk erwarten, massiv enttäuscht sein werden. Aber die Spiele waren trotzdem auch so immer ein bisschen... Jetzt sind wir endlich hier oben. Wir sind bestimmt auch ein paar Sachen, die wir machen. Ja. Oder wir gehen aber hier durch. Das ist abgeschnitten. Das habt ihr nicht ideal platziert. Ich mag, wie die aussehen. Ich mag deren Design sehr. Allgemein, Special Forces hat nur sehr, sehr coole Outfits. Nee, ich will. Hahaha, das ist der. Boom! Ich mag das Design. Der Song ist so gut! Der Song ist so gut! Gibt es mehr Graffiti-Games? Tatsächlich gibt es einige. Du hast Mark Echoes Getting Up schon erwähnt. Mark Echoes Getting Up ist ein weirdes Spiel. Weil jeder, der es damals gespielt hat, wird sagen, die haben das nicht wegen dem Gameplay gespielt. Ich bin runtergefallen, Wahnsinn. Sondern ausschließlich wegen der Thematik und wegen der Story. Auch wenn die Story ein bisschen affig ist, hat sie viele gute Observations, wenn es um die Szene geht. Und es war für Leute in der Szene ein sehr, sehr beliebtes Spiel. Gleichzeitig hat es auch für viele Toys gesorgt, die unbedingt als Train irgendwo ihren Müll hinsprühen wollten. Und diese Geschichte, die ich gerade erzählt habe, habe ich von zwei verschiedenen Personen aus völlig anderen Bundesländern gehört. Und das ist super interessant, dass das scheinbar eine nationale Sache war. Aber ansonsten, wenn es um Graffiti-Spiele geht, es ist tatsächlich Graffiti als Mechanik und nicht Thematik, hast du jetzt in VR sehr viel. Es gab dieses eine VR-Spiel, was halt wirklich einfach, du hast eine Wand vor dir und Spraydosen. Und jetzt mach. Und scheinbar hat das einen so großen Realismusfokus, dass ein Typ, der kaum Videospiele spielt und noch nie VR gespielt hat, aber in echt sprayt, unterbewusst Techniques angewandt hat, die funktioniert haben. Also das ist gut. Ansonsten, Leute, was gibt's noch für Graffiti-Spiele, wo es eventuell nicht... jemand sagt Kingspray gerade, also ich glaube, so hieß es, ja. Wo es die Thematik ist und nicht unbedingt die Mechanik. Das würde mich auch interessieren, falls es da jetzt mittlerweile mehr Spiele gibt. Auch wenn die meisten, die wir finden, was wahrscheinlich einfach Jet Set Radio nochmal sein wollten. Wie komm ich? Mann, ich will nicht immer runterfallen. Ich dachte, du kannst durch das Glas durchbrechen. The Blob, okay. Ja, gut. maybe. Wenn du The Blob erwähnst, kannst du auch dieses Shaun White Skateboarding von Ubisoft erwähnen. Was nicht gut war. Das hatte nämlich dieselbe. Die Welt ist grau und The Man hat gewonnen und alle sind Spießer. Und du musst der Welt wieder zeigen, dass sie bunt und fröhlich und frei sein kann und nicht vom Kommerz geplagt sein muss. Entwickelt und gepublished von Ubisoft. Ja, okay. Mickey Epic erwähnt jemand. Es sollte schon, glaube ich, so ein bisschen um die Kultur gehen, meine ich eigentlich. Aber wenn du da wenig Realistisches wahrscheinlich haben wirst. Aber mir ist so, als wenn mir noch irgendwie ein Spiel auf der Zunge liegt, aber ich komme einfach nicht drauf. Und so. Ach, ihr tanzt die ganze Zeit hier und wartet nur noch auf mich. Ihr seid aber blöd platziert, euch sieht man gar nicht, wenn er rauskommt. Ihr wollt also wohl uns pulverisiert werden? Cool.
Ich mag deren Masken sehr, ich mag deren deren coolen Caps sehr, ich mag deren ganzen Outfits sehr. Das ist wirklich von all den Crews irgendwie mein Lieblingsdesign. Außer Futurism. Futurism ist auch cool. Der DJ hat keine Ehre, Leute. Ich trinke übrigens gerade Toast und immer noch Durstlöscher, falls ihr gelegentlich mal worum machen hört. Subway Surfers, ja. Subway Surfers, das ist ein Spiel, das ist sehr nah an der Szene dran. Der DJ hat Felix getötet und seine Maske gestohlen, die Leute flüssen und von solchen Dingen. Genug palabert. Ich mag die. Ich wünschte, die hätten mich gefragt, ob ich die alten Männer schreiben darf. Das ist meine eigene geheime Fähigkeit. Ich liebe Begriffe, die kein Mensch mehr verwendet. Sludge Life, ja, das war's. Ich hab's nicht mal gespielt. Aber ein ehemaliger Tagger hat mir mal gesagt, das sollte ich spielen. Ich hatte mal drüber nachgedacht, es mir zu kaufen. Und dachte irgendwie so, weil es gerade im Sale war, dachte so irgendwie, irgendwie nicht. Nee, weil gerade will ich es auch nicht spielen. Und zwei Tage später war es dann gratis auf Steam, weil der Nachfolger angekündigt wurde. Und so, hey, endlich mal was Gutes gemacht im Leben. Endlich mal kein Videospiel gekauft. Aber hab's immer noch nicht gespielt. Ich weiß nicht, ob das ein anstrengendes Spiel ist oder nicht. Weil gerade jemand sagt, das ist genauso Nische wie Surfen. Es klingt so, als wärst du interessiert an Surf-Games. Ich habe ihn immer noch abonniert, der macht immer noch gelegentlich Videos. Ein Typ namens Insetic47 macht Let's Plays zu diesen obskuren Tony Hawk-ähnlichen Spielen aus den 2000ern. Und hat davon haufenweise gemacht. Und der hat auch irgendwann alle Surfspiele mehr oder weniger hintereinander Let's Played. Und was interessant ist, dass es gab eh nur eine Handvoll, aber keins davon war wirklich gut. Und das Beste davon war ohne Scheiß, zumindest laut ihm, aber es sah auch nach dem besten Spiel aus, ehrlich gesagt, das von Surf's Up, dieser Pinguin-Film. Das Spiel dazu war besser als die Activision-Spiele mit einem Pro-Surfer auf dem Cover. Ja, Könige der Wellen, so hieß er auf Deutsch, genau. Und, weil das wollte am wenigsten realistisch sein, also konnte es am meisten mit seinen Mechaniken machen, was, realistisch klingt. Und das war scheinbar ganz okay. Ansonsten, das hat nichts mit Surfen zu tun an sich. Also es ist ähnlich genug, aber jemand, der surft, würde nie sagen, dass es dasselbe. Es gab ein Wakeboarding-Spiel von Activision. Und was halt auch auf dieser Tony Hawk-Welle mitschwimmen wollte. Ich weiß nicht genau, wie es hieß. Ich glaube, Wakeboarding Unleashed oder sowas. Ich weiß nicht mal, ob es einen Pro-Namen hatte oder so. Und du denkst aber, okay, Wakeboarding, das ist das, wo ein Boot fährt und du hältst dich am Boot fest und jetzt bist du auf so einem Brett. Wie soll das als Spiel funktionieren? Weil das ist dann ja komplett linear. Du kannst das Seil loslassen und das Momentum, was du hast, ausnutzen für eine eigene Line und dann dir das Kabel, das Seil wieder zuwerfen lassen. Und das ist erstaunlich cool. Und tatsächlich von diesen ganzen Tony Hawk-Klonen, die Activision selbst gemacht hat, vermutlich eins der besseren. Warum gibt's noch kein Ripstick Waveboard-Game? Weil ich es nicht spielen würde. Aber ich will wieder Extremsportspiele zurückhaben. Das kann nicht wahr sein, dass das einfach irgendwann ausgestorben ist, weil Tony Hawk sich nicht mehr verkauft hat, weil das Spielprinzip sich nicht mehr verkauft. So, scheiß auf Spielprinzip. Ich liebe Tony Hawk für seine Mechaniken, ja. Den Mann
nicht die Spiele. Aber das nimm fucking Extremsport als Core-Mechanik für jedes mögliche Spiel. Mach Plattformer, mach Story-based Games, mach irgendwas. Danke schon, dass du auf der Toilette hocktest. Na. Snowboard Games dürfen wir auch gerne wieder gute haben. Dürfen wir auch gerne wieder haben. Und immer wenn sowas irgendwie nochmal erscheint, dann hat es irgendeinen Twist. Dann wird es entweder zu abgedreht und fast ein Funracer oder zu realistisch oder es hat irgendeine Ausdaueranzeige, weil Gott bewahre, macht das Spiel Spaß. Nein, wir müssen es balancen, nicht, dass du noch zu viel Spaß hast. Okay. Hey, wer ist gestorben? Der Typ auf dem Bild ist gestorben? Irgendwie wurde das in der Story schon zweimal thematisiert, dass er es ist. Oder 12-mal. Okay. Hingekriegt. Was ist jetzt der beste Weg da hoch? Okay. Ist schon der richtige. Nee, Riders Republic will keiner spielen. Riders Republic ist so ein Ding, wo ich mich jede Woche frage. Ach, das ist wirklich. Nicht jede Woche, aber jedes Mal, wenn ich auf nur. Ach, stimmt, das kam raus, ne? Ich mag einfach, wie er Flatland einen 1080 hinkriegt. Es hätten 900 sein können, aber es hätte nicht ausgereicht. Es ist nicht cool genug. Es wurde mittlerweile ein 1080 gelandet, also kann er ein 1080 aus dem Stand. Bombrush Crew, das geht ja euch nichts an. Doch, sie ist in unserer Crew. Halt die Fresse. Check nur mein Personal. Doppelagenten kann ich nicht gebrauchen. Wie Mozart schon sagte, der Bass fickt. Can you dig it? Warum sagt das auf Deutsch? Das heißt, kannst du das graben? One on one? Hallo. Du bist immer noch cute. Ich will dich streicheln. Der Boss ist relativ lame, leider. Du musst... Ich glaube... Wie lief das ab? Nein, erstmal... Also du musst dich erstmal stun locken lassen, das ist sehr wichtig. Und danach musst du auf Fortsetzen drücken und dann musst du laden und dann machst du den Boss. Das ist die komplette Lösung. Dass er sich überhaupt drauf einlässt, wundert mich halt von der Story her. Mein Gott. Trump, der Breakdance macht. Beim letzten Mal hatte ich keine Probleme damit. Ich habe den ersten Versuch geschafft. Ich liebe es. Ich liebe Streams. Ja, geht doch. Das Timing davon ist so weird. Du hast aber kein Trefferfeedback oder Sounddesign oder sowas dabei. Und der Punch, den gibst, fühlt sich halt auch nach nichts an. Und weg. Weg oder so. Kommt jetzt die nächste Phase oder war es das schon? Mhm.
Ich glaube, ihr seid doof, dafür will ich nicht drüber kommen. Oh nein, das stimmt, das war die Halo-Explosion. Der Boss ist relativ lame. Jamin! Vor Laser wieder abgeht. Yes! Remember that one? War das 2010 oder 2011, der Song? Ich glaube 2000... Ich bin mir nicht sicher. An Midnight, beim ersten Mal habe ich länger gebraucht für diese Phase, weil ich nicht wusste, dass diese Pads am Boden dich beschleunigen. Es gab schon Tutorials, die das gesagt haben. Also beziehungsweise es gab Abschnitte, die das sagen sollten, aber es hat irgendwie nicht funktioniert, mir das mitzuteilen. Okay, die nächste Vision oder Erinnerung, die er sich zurückholt. 2010. Jesus. Hansen Finanzen. Das Spiel ist vorgestern rausgekommen. Noch vor Disco-Pool. Ja, das wusste ich. Ist halt auch hart, wie gut dieser Song im Kopf blieb. Und dann nix von der Band klang so. Der Rest war einfach nur instrumental und absolut langweilig. Nein, wir sind im Windmühlen-Level. Da ist Vicky gestorben, da hat sie all ihre Leben verloren. Wegen der Sendung über Windmühlen. Das ist länger her als 13 Jahre, wenn das jetzt noch jemand... Die Referenz war jetzt nicht so obskur, aber trotzdem. Ich mag die Level eigentlich ganz gern. Auch wenn sie vom Plattform her so ein bisschen clunky sind. Leider nicht unser Handy checken. Wir haben Zeit für ein paar Donations. Ja, so 100 Dollar von jemandem, der sagt, save the animals. Okay, gut. Wir haben es geschafft. Wir müssen nicht mehr unlustig sein. Tapfer durchgehalten. Das war nicht richtig. Das war besser. Das war knapp. Das war nicht meine Schuld. Das war das Spiel, nicht ich. Das war ich diesmal.
müssen eine extra Runde drehen, I'm sorry. Klappt schon. Okay. Yeah, ich zeig jede Sterbesequenz, das ist ganz wichtig für den Stream. Sonst habt ihr kein vollständiges Bild von diesem Spiel. Sonst sagt jemand, das ist mir zu leicht, ich gebe Geld nur aus für schwere Spiele und jetzt sieht man mich dreimal sterben. Ja, jetzt ist es gut, jetzt kaufe ich es. Solche Leute muss man natürlich auch bedienen. Yo. Mehr Story. Den habe ich verdient. Hey, yo! Hey, wir waren die ganze Zeit in der Nähe. Sie haben uns reingelegt, Red. Vinyl war die ganze Sache verwickelt. Vinyl und der DJ haben versucht, deine Identität zurückzubringen. Wer hätte gedacht, dass unser Red Felix der legendäre Writer ist? Ich und DJ wussten, dass du Felix bist. Wir haben beschlossen, dir einen extra Schub zu geben, damit du dich erinnerst. Das ist unsere Seite, die Zeit davon. Die Zeit noch hinter uns davon. Ich kann reden. Sache ist. Ich mag, dass das Spiel einige Plot-Twists hat, die einfach. I can dig it. Die, Wer Freund, wer Feind ist, wer du bist, wer du nicht bist, gegen wen du kämpfst, gegen wen du nicht kämpfst. Das ist immer mal wieder sich verschieben. Das funktioniert auch alles, finde ich. Nur die Sache, dass du Felix bist, dieser Plot-Twist, das wissen wir jetzt irgendwie seit drei Gebieten schon, weil die kleinen Hinweise, die sie dir geben, völlig ausreichen, um das herauszufinden. Und auch wer Felix umgebracht hat oder so, ist jetzt nicht unbedingt schwer herauszufinden, nachdem wir drei Sequenzen gesehen haben, in der er umgebracht wurde und nur eine andere Person anwesend war. Und jetzt haben wir hier diesen Kopf in diesem riesigen Gerät und auch wenn es ein bisschen goofy aussieht mit dem menschlichen Kopf, der da drin einfach hockt, fuck yeah, viel zu viele Kabel in einem viel zu dunklen Raum mit böse aussehenden Lichtern. Mein Shit. Mein fucking Shit. Wenn du wissen willst, wie mein, Gaming Room aussieht, dann hast du Lane geguckt? Hast du so weit geguckt, wo ihr ganzer Raum unter Wasser steht wegen der Wasserkühlung? Ungefähr das. Es lag aber nicht an der Wasserkühlung, dass er unter Wasser steht. Es tut mir leid. Ich musste das Spiel durchspielen, das kann man nicht pausieren. NS Fischweh, was hast du letztens noch gesagt? Ich erinnere mich, dass du irgendwas zur Story gesagt hast. Ich weiß aber nicht mehr genau, was du meintest. Ich wusste nur, ich sage jetzt lieber nicht, ob du richtig liegst oder falsch liegst. Wenn du tatsächlich ein bisschen an der Story interessiert bist, will ich sie nicht kaputt machen.
Nee, okay, ja, das stimmt, das ist das mit dem Vater erwähnt. Und das war die umgefallene Dose in dem Video, ja, aus Ah. in dem einen. Bei mir fallen keine Dosen um. Hier ist gerade eine Dose umgefallen, aber das hat man, glaube ich, kaum gehört, weil ich einen Filter habe. Metalfy! Woo! Danke für das Abo! Na, wie viel Streets spielst du noch? All City King. Hallo, es ist ein dramatischer Moment. Kannst du bitte aufhören auf dem. Wir wollen da Billard spielen. Okay, jetzt müssen wir nach Matan. Und jetzt geht's ins Endgame. Das ist das letzte Gebiet. Ein bisschen was haben wir da schon gemacht, aber das Gebiet ist ziemlich, ziemlich groß. Mit der Pyramide ist es das größte im Spiel. Da werden wir noch einige Zeit verbringen dürfen. Wir werden nur ein bisschen die Stimmung heben. Ja, das ist wie Kai Ziff, als Aerith gestorben ist, erstmal lustige Albernheiten machen wollte. Hat nicht geklappt, aber er hat's getan. Sie haben's getan. Mag deren Outfits. Streets geht so, ich bin gerade auch an BRC und ich weiß nicht. Erzähl, was sind deine Sorgen, Metalfy? Ich höre dir zu. Unironisch, ich bin daran interessiert, was andere Leute hier spielen zu sagen haben, weil ich auch ein bisschen zwischen den Stühlen stehe. Nicht mehr sehen sein, dass sie es mit der BRC zu tun haben. Let's fucking go! Hinterlassen wir große Buchstaben, helle Farben, die dir sagen, dass sie Kabelfernsehen haben. Jetzt können wir endlich auf Inlines wechseln. Sagt irgendjemand Inlines? Amis sagen Blades, oder? Aber Rollerblades sagt wieder niemand, das ist wieder lame. Mein Gott, ist das alles kompliziert. So, ich will nicht aufs BMX wechseln, aber ich will mein Board wechseln. Leute, ich habe da was drin gesehen. Das ist grün. One Note. Das haben wir schon. Funky Music. Grün. Bisschen zu grün fast. Grip Tape muss nicht unbedingt grün sein. Das kann ruhig schwarz sein. Grip Tape darf ruhig Funktion bleiben. Song! So, wir müssen in jede Richtung. Das ist der Tunnel. Können wir hier durch? Habt ihr vergessen, den aufzumachen? Weil der öffnet sich nie. Der hat sich mein Playthrough nie geöffnet. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum. Warum ist er dann so prominent? Wir sollten die wieder Rollschuhe nennen. Ich glaube, das ist die einzige Methode, um das Wort zurückzuerobern. Metalfy sagt, Pacing ist wirklich die immer selben Aufgaben gepaart mit ewig langen Dialogen. Ich brauche alle 2 Stunden eine Pause. Movement könnte mehr sein. Es macht trotzdem viel richtig, aber irgendwie nicht genug. Du sagst DLC, aber sie haben gesagt, sie werden kein kostenpflichtiges DLC haben. 2 Tage bevor sie den Day One DLC rausgebracht haben. Aber halt. Ich lese die Karte schon richtig, oder?
eigentlich sollte das hier offen sein, damit du da durch kannst. Oder nicht? Der Song erinnert mich ein bisschen an irgendwas aus Sonic Mania. Ich kann dir nicht sagen, welches Level. Aber irgendwas aus Sonic Mania erinnert mich der Song. Aber bezüglich Metafy, ja, Pacing ist irgendwie komisch. Deswegen, ich habe es jetzt mehrmals schon erwähnt, ich mache diesen Stream hier, um das Spiel ein zweites Mal durchzuspielen und zu sehen, ob ich diese Probleme immer noch habe beim zweiten Playthrough, weil jetzt, wo ich weiß, was ich tun soll. Bam, bam, bam. Nee, Toastbrot, das weiß ich, keine Sorge. Aber, das Branding von diesem Sportgerät ins Englische zu ändern, hat definitiv dafür gesorgt, dass es wieder cool wurde. Und Rollschuhe ausschließlich im 50er-Jahre-Cafés, die es bei uns nicht gibt, Diners, nicht Cafés, irgendwie hey. Beliebt waren. Hey, unbedeutend. Können wir jetzt direkt durch? Nice. Okay, können wir direkt das Gebiet machen. Gut, dass wir hier schon mal waren. Ich glaube, ja, das Studio-Level. Also dieser eine Part mit einer Stimme aus dem Off, was dafür sorgt, dass ich an Sonic Mania denke. Man hätte den Sonic Mania-Dude fragen können, ob er zwei Songs für das Spiel macht oder so. Die hätten reingepasst. Die hätten wirklich reingepasst. Der Typ macht gute Musik. Auf der anderen Seite hätte man so viele Menschen noch fragen können, der Soundtrack wäre besser, weil er dann größer wäre. Also hier irgendwo ist auch mal gut. Ja, aber Pacing ist halt und ich mag es zu spielen, aber ich wünsche mir trotzdem die ganze Zeit, dass es mehr wäre von dem, was du tatsächlich tust. Oder halt interessanter wäre. Oder aber, dass es einfach kürzer wäre, sodass die Sachen, die du tust, nicht so ewig lange dauern würden. Look out! Dass hier gar nichts ist, wundert mich gerade. Ich weiß, wo was ist. Das machen wir kurz und dann gehen wir weiter. Nope, ich habe kein Interesse an dem Emmet Evil Add-on da. Ich fand das Hauptspiel hatte gutes Map-Design, aber ich fand es nicht sonderlich interessant spielerisch. Und hatte dann kein Interesse, das durchzuspielen, deswegen braucht das Add-on jetzt auch nicht. Ist nice, dass sie da wirklich scheinbar sehr, sehr viel Zeit reingesteckt haben, das zu machen. Nicht einfach nur, hey, hier ist ein kleines Map-Pack oder so. Aber Interesse herrscht trotzdem keins. Gibt einen anderen Boomer-Shooter, ich hasse diesen Begriff, den ich eventuell mal die Tage streamen würde, weil es vor ein paar Tagen einen Re-Release gab, der erstaunlich gut ankam und ich ihn ja selbst mal weiter angucken wollte, gerade weil sie eine Bonus-Kampagne haben, die mich interessiert. Voodoo Boy. Das ist definitiv ein Voodoo Boy. Aber er mit Evil brauche ich nicht. Ja, nee, Rod war es nicht, keine Sorge. Wenn ich fragen würde, würde ich es gratis kriegen, aber ich traue mir nicht zu fragen. Ich glaube, Dave Oshry erinnert sich noch an mich. An den nervigen Deutschen, der sein Spiel nicht mochte. Hier war doch irgendwas oben. Da. Okay. Wow, guck doch diesen Boy an. Ey, das ist vom Lead-Designer, das Bild. Das ist unfair. Du hast bestimmt kein Voting gewonnen, damit das drin ist. Du hast dich dran vorbeigeschmuggelt. Nur weil du denkst, du kennst den Typen, der es gemacht hat, dich selbst. Kannst du einfach... Okay, wir hören auf damit. Ist ein gutes Bild.
Okay, jetzt fragen gerade alle Leute nach irgendwelchen Boomer-Shootern. Keine Sorge, ich habe an keinem der neuen Boomer-Shooter Interesse. Kein einzigen. Das ist, was ich Spiele wie solche haben wollte, war eine Monkey's Paw, weil jetzt sind wir schon seit über einem Jahrzehnt daran, immer und immer wieder dasselbe Spiel mit denselben paar Pitbots zu haben. Die zwar grafisch alle cool sind und auch alle sehr gute Musik haben, immer vom selben Typen. Aber ich habe echt das Interesse verloren und wenn ich einen Boomer-Shooter spielen möchte, spiele ich Doom oder Quake. Und das reicht mir. Hey. Hey du. Wir haben gerade gesagt, du hast zu wenig Rap, aber jetzt hast du doch genug Rap. Okay. Hey. Das ist halt auch. Das Spiel hat eine Rennmechanik. Wir hatten im letzten Level 1. Und jetzt haben wir das nächste. Okay. Wir müssen schneller als die dort ankommen. Und das Tag machen. Und es gibt jetzt nicht super viele Abkürzungen oder so. Und auch nicht super viele Speed-Mechaniken. Aber es hat zumindest eine Handvoll. Und dann müssen wir dort ankommen. Müssen aber irgendwas ganz schnell machen. Und haben gewonnen. Nicht kompliziert, aber eigentlich ganz nett. Es gibt genau 2 Rennen im Spiel. Warum habt ihr diese Mechanik überhaupt gebaut, wenn ihr es 2-mal macht? Krieg von dem Song trotzdem nie genug. Weil wir schon so viel gemacht haben, können wir schon mit den ersten NPC reden. Sowas ähnliches wie Sequence Breaking. Und bevor es irgendjemand im Chat erwähnt, ich hab's gesehen, ich werde gleich drauf zeigen. Da gehe ich immer einen Kopf. So, perfekt. Dieser Song erinnert dich eventuell an die restliche Musik vom Musiker. Hideki Naganuma hat Musik gemacht für Jet Set Radio, für Jet Set Radio Future, für Sonic Rush, für Sonic Rush Adventure und für Lethal League Blaze hat er einen Song gemacht und eventuell kennst du einen davon. Die Chance ist da. Der Mann ist gut. Er ist sehr unlustig auf Twitter, aber seine Werke sind alle sehr gut. Weiß gar nicht, ob er noch... Hat das jemals noch mal jemand verfolgt? Ist er immer noch unglaublich anstrengend auf Twitter? Metalfy? Ich weiß nicht, also ich meine, er hat für einige... nicht so gute Spiele die Musik gemacht, das stimmt. Weil gerade von Leuten, die sagen, ich will ein Spiel machen, das hat so den Vibe von Jet Set Radio. Und dafür brauche ich den Musiker von Jet Set Radio und das war's. Mehr haben sie dann nicht. Das sieht nice aus. Will der dann runterfallen? Ja, Bock. Ja, der Mann macht sehr, sehr, sehr gute Arbeit. Der Twitter ist unverändert. Ich habe schon ewig nichts mehr gesehen von ihm. Niemand retweetet das irgendwie mehr. Aber seine Family Guy Funny Moments Phase, wo er dann richtig eklige Witze gemacht hat, einfach nur, weil er halt als Tanzbär von irgendwelchen Amis behandelt wird, war anstrengend. Wenn japanische Devs auf Twitter unterwegs sind und irgendwie in die englischsprachige Sphäre eindringen, wird es immer sehr, sehr anstrengend. Entweder die blocken alle
Oder sie werden die ganze Zeit mit Fan-Theorien zu Silent Hill konfrontiert, die alle dumm sind. Und sobald sie sagen, hey, das ist übrigens so eine Fan-Theorie, davon stimmt nichts, dann wird er beleidigt von Leuten, die der Meinung sind, dass ihre Fan-Theorien wichtiger sind, als was tatsächlich passiert im Spiel. Oder aber sie kriegen ein Peter Griffin-Profilbild. Hey, Duff Dad, 13 Monate, vielen Dank. Ist auch ein Tag, was ich sehr mag. Habe ich die nächste Person oder? Nee, okay. Dann muss ich jetzt Fortschritt machen. Hey, Weine, was gibt's? Jetzt wird erklärt, dass. Das ist nämlich eine Sache, die du sehr früh machst. Mit dem rechten Trigger machst du Manual. Damit machst du kaum was länger. Aber wenn du den rechten Trigger gedrückt hältst, während du grindest, springst du nicht mehr hoch. Du musst dir immer loslassen, wenn du springen möchtest. Und dann wieder erst drücken dann. Das ist so ein bisschen nervig bei einer Combo. Weil das sich daran zu gewöhnen ist ein bisschen schwierig. Und hier. Nichts im Spiel sagt, dass du das machen kannst. Und ich hätte es nie probiert. Und so kannst du so hochkommen. Oder kannst du hier rüber. Lustigerweise an jeder Stelle, wo man das machen kann, habe ich eine andere Möglichkeit gefunden, dort hochzukommen. Deswegen ich das nicht einmal machen musste und hatte trotzdem sehr viel im Spiel. Geht's dir gut? Ist genau wie ein Fax, Bro, ja. Das Ding ist, der Nata-Spin basiert ja tatsächlich auf einer Sache. Oder auf einen Typ namens Natas, der den halt mal in einem Video gemacht hatte. Nicht 12 Minuten lang oder so am Stück, eher so für eine Sekunde, aber hat trotzdem gereicht, um in Tony Hawk eingebaut zu werden. Und heute irgendwie sehr ikonisch. Wow, dich hätte ich hier fast vergessen, mein Gott. Der sprintende Hut, Mann. Ich kann mit dir reden. Wow. Ey, du bist auch Writer, oder? Nenn mich Coil. Mit meinem halben Fahrrad auf dem Rücken. Doch nicht. Okay. Lass chillen. Und dann kein Gespräch nötig. Let's go, wir haben eine neue Playlist freigeschaltet und da kommt direkt dieser Song, oh no! Ey, wir haben Save Point, beziehungsweise Schnellreisepunkt. Gut, gut. Und vielleicht sollte ich auch mal euch machen hier. Besser. Wo sind die restlichen? Ich sehe sie nicht.
Oh, das ist ein anderer. Ups. Okay. Finde es im Vergleich zu Jets and Ready Future leider schwach. Überlege es mir zu refunden. Kannst du erklären, was und warum? Also wirklich, weil ich habe Jets and Ready Future nur ganz kurz gespielt. Was ich gemerkt habe, ist, dass die Orte sind einfach ein bisschen eindrucksvoller, wenn auch deutlich linearer aufgebaut. Aber die haben sehr viel. Guck mal, was die Xbox alles kann. Wir haben richtig viel CPU oder was auch immer für ganz viele NPCs. Und dann zeigen sie ganz viele NPCs auf einmal. Das einzige Mal, dass er den Nahtespin geschafft hat, das glaube ich gern. Klingt auch nicht nach einem Trick, den man häufig machen möchte. Weil der sieht halt sehr, sehr smooth und sehr bewusst aus in dem Video. Scheinbar wurde nie gefragt, ob der im Spiel sein... Oder ihm wurde das nie vorher gesagt, dass er im Spiel sein würde oder so. Hat er dann auch erst so erfahren. Und dann, aber nett, dass es nach ihm benannt wurde. Und niemand dachte, das ist ein echter Trick, weil es halt so übertrieben war im Videospiel. Sonic Riders gab's auch mal. Ja, damit habe ich tatsächlich mich nie beschäftigt. Ich weiß, dass einige Leute das erste davon sehr mochten. Aber ich habe keine Ahnung. Nie wirklich lange gespielt. Ich finde die anderen vier nicht. Da hinten ist einer. Funky Music. Muss ich die Straßenseite komplett wechseln? Geht's hier echt, ja, da geht's weiter. Wahnsinn. Oh Gott. Da muss ich sliden. Shit. Shit. Der ist nicht einfach. Jesus. Und jetzt noch herausfinden, wo das anfing eigentlich, die Route. Das war da, okay. Bam, bam, bam. Stimmt, ja. Das hatte ich auf Twitter gesehen. Die haben eine Mod rausgebracht, damit man Sonic Free Riders für Kinect, was... wie die meisten Kinect-Spiele dafür bekannt ist, dass es unspielbar ist, dass man das Ende mit Controller spielen kann. Mein erster Gedanke war da, und sorry, dass ich jetzt direkt wieder Max und From Software da mit reinhole, aber wäre es irgendwie möglich? Es würde wahrscheinlich deutlich mehr Arbeit kosten. Ich weiß nicht, wie viele Inputs das Spiel brauchte, bestimmt zu viele. Aber dieses Mac-Spiel, was FromSoft gemacht hatte, auch mit Controller spielbar zu machen. Irgendwie, irgendwann. Irgendwo vielleicht auch noch. Oder zumindest mit Tastatur. Weil ist ja egal, was für Bewegung du brauchst, die meisten Sachen werden ja wahrscheinlich dann eine 0 oder 1 Sache sein. Dass du es. Die könntest du doch bestimmt auf den Button legen. Dass du hast den Schalter da oben aktiviert, ja. Okay, das ist. Jetzt drückst du eine Taste dafür. Perfekt. So, reden wir mal endlich mit dir. Steel Battalion, yes. Falls das der zweite Teil war, der erste Teil auf der Xbox, nicht auf der 360, gab's auch. Auf die Plättchen, fertig, ich muss mal groß. Wow.
Der Song ist sehr low-key. Ich wünsche, Metal Wolf Chaos wäre besser. Wir haben das ja vor, keine Ahnung, jetzt auch schon bei 10 Jahre her oder so, haben sie ja tatsächlich einen westlichen Port und einen vollen PC-Port gemacht. Was so cool war. Und dann ist erstens der PC-Port gar nicht mal so gut. Der PC-Port hat richtig harte Soundprobleme. Er übersteuert die ganze Zeit das Spiel. Aber das Spiel ist auch echt langweilig. Vielleicht wird es besser, wenn man es länger spielt, aber schon so nach 3 Leveln reicht's mir. Hey. From hat eine ganze Menge gemacht mit Max. Nicht nur. Also ja, Heavy Armor wahrscheinlich, I don't know. Sie haben auch Chrome Hounds gemacht. Was ich, Es ist eh jetzt egal, das Spiel, weil die Server sind down. Das war fast ein reines Multiplayer-Spiel mit so einer Mini-Kampagne, um sich mal kurz damit auseinandersetzen zu können mit den Mechaniken. Aber ich würde es bezeichnen als World of Tanks, aber mit Max. Ebenso ein großer Fokus auf... Wo ist jetzt eigentlich das Ding, was sie hinterlassen hat? Ebenso ein großer Fokus auf Customization, aber eine ganz andere Art als Armored Core. Frame Grid? Oder... Okay, das? Ich habe das Ding für die Xbox gemacht, was auch eigentlich ein Spin-Off ist von Armored Core, aber steht Armored Core nicht im Titel und deswegen hat das keine absurd hohen Preise auf eBay. Da seht ihr mal wieder, die Leute, die jetzt absurd hohe Preise verlangen, tun das nicht, weil die Spiele selten sind. Oder weil es von From ist, sondern einfach nur, weil es Armored Core drin steht und da kommt jetzt bald ein neues raus. Also machen wir die alte sehr, sehr teuer. Gut, dass ich fast alle Armored Core Teile hier habe. Mir fehlen eigentlich nur die PS1 Teile. Hey Leute, falls ihr die PS1 Teile habt, dann schickt sie mir bitte irgendwo hin. So ein Mix aus ironisch gemeint und unironisch gemeint. Ich hätte die echt gerne, aber ich will keine absurd hohen Preise zahlen für Teil 1. Ich hatte mal die Möglichkeit. Ich hatte ein eBay-Listing offen, bei dem irgendwie ein paar alte PS1-Spiele in einer Box verkauft wurden. Und da war Medal of Honor 1 bei, Medal of Honor Underground, Armored Core 1 und noch ein paar andere, die aber mir nicht so wichtig waren. Und die ging für 60 Euro weg. Und ich hab's einfach verpasst, weil ich vergessen hatte zu checken. Und jedes dieser Spiele kostet mehr als 60 Euro. Ich hab's gefunden, aber ich bin daneben gesprungen. Schmerzgrenze für den ersten wären tatsächlich wahrscheinlich 80 Euro oder so aktuell noch. Aber sind eh teurer. Ich brauche die anderen Teile nicht, weil die eh nicht in Europa erschienen sind. Die kann ich eh nicht wirklich spielen. Beziehungsweise ich kann sie spielen auf einer gemoddeten Konsole, aber kann ich auch direkt einfach eine ISO spielen. Aber Teil 1 hätte ich schon ganz gerne. Weil dann habe ich eine komplette PAL Collection hier rumliegen. Last Raven. Und Last Raven war eine Investition, die ich machen musste, weil ich bin mir sicher, wenn das neue Armored Core gut ist, wir reden schon das dritte Mal heute darüber, es tut mir leid für alle, die kein Interesse dran haben, aber wenn das neue Armored Core gut wird, wird es zumindest ein paar geben, die Reihe nochmal exploren wollen. Jetzt gerade nach dem Fatih-Vidya-Video und noch irgendeinem, ich glaube, Writing on Games hat auch ein Video gemacht. Ich habe die beiden nicht geguckt, weil ich mein eigenes Video geplant hatte. Ich will mich dann nicht ablenken lassen mit Ideen, die sie haben. Beeinflussen ist das Wort eigentlich. Aber das war eine Investition, weil ich wusste, das wird der Teil sein, der irgendwie in 5 Jahren noch besprochen wird. Weil der ganz für sich allein steht, weil der super interessant ist, weil das irgendwie mein Lieblingsspiel ist von From. Muss ich hier gerade Text machen? Ich weiß gerade gar nicht. Mach's einfach mal. Oder muss ich direkt mit Leuten reden? Hey, ich soll mit Leuten reden. Okay, machen wir das. Ich habe jetzt schon genug rumgealbert. Midnight, ich.
gehen. Ich trinke kurz einen Schluck. Ich habe hier auch noch Wasser stehen. Im Gegenteil, Jungchen. Wir leben für dieses Zeug. Macht euch bereit. Nächstes große Battle geht los. Wir sind übrigens fast durch. Hier kommt tatsächlich nicht mehr viel. Ich muss meine Flasche zukriegen. Okay, wir brauchen doch noch ein bisschen. Ich habe meine Flasche zugekriegt, Leute. Es geht endlich weiter. Der Ort ist für Kombos gar nicht mal so gut. Also das Ding ist, du hast genug Ecken, aber der spielt sich nicht so interessant. Du musst hier oben alles mitnehmen und dann musst du einmal nach unten. Wenn ich jetzt nicht mehr weiß, also wenn ich jetzt nicht mehr das Problem habe, dass ich nicht weiß, wo ich hin soll oder so, oder was ich jetzt als nächstes machen soll, geht es tatsächlich besser. Und trotzdem habe ich gelegentlich Lust, ja, ich mache trotzdem ein paar Tags mehr, als ich müsste. Ich finde trotzdem, dass es sich, also gerade, wo der Stream anfing, sehr streckt. Und das war nicht nötig. Schlimmer wird es für Leute, die kein Interesse an der Story haben. Ich bin froh, dass ich gesagt habe, nee, ich will schon wissen, was sie mir erzählen wollen. Weil es hätte einfach sein können zu sagen, ja, gut, ich weiß, wir sprayen Sachen, ist okay. Weil bei Jet Set Radio hat mich die Story jetzt nicht interessiert. Aber dass es halt so einen großen Story-Fokus hat, ist ein bisschen seltsam schon. Sehr easy. Ich mag Reds, Filter nicht, das macht ein bisschen zu obnoxious. Da ist der Dark Slide. Wow, wir haben es geschafft. Das wird ganz knapp sein. Yo. Ich hab noch Wurstlöffel, ich brech das nur ein bisschen kurz durch. Es gibt nichts Besseres als ein Strohhalmgeräusch im Stream, es tut mir leid. Ey, ich hab einen neuen Stil gelernt, ich mach die Tänze gar nicht. Oh. Der Körper ist nichts ohne den Kopf und der Kopf ist nichts ohne den Verstand. Deine Vergangenheit, Felix, deine Gegenwart, Red. Wir müssen dir erlauben, beide zu akzeptieren und um ein Ich für die Zukunft zu formen. Moin! Wenn du bereit bist, Digget. Aus dem Weg, ich muss zu meinem Bro. No!
Als ich das Spiel das erste Mal durchgespielt habe, war es schon nach 0 Uhr und da geht mein Windows-Nachtmodus an, deswegen war das nicht ganz so grell. Aber Leute, habt ihr nicht Matrix gesehen? Das ist schon in Ordnung. So, ich glaube, das letzte dieser Level. Na, guck mal, wer wir sind. Und merkt ihr? Der hat dieselben Voice-Files, aber ohne Filter. Ha. Ich glaube, das ist jetzt kein Geheimnis mehr. Hatte mir beim Zuschauen gesagt, das sieht nicht aus als wie etwas, was man nochmal machen möchte. Und ja, kann ich nachvollziehen. Deswegen machst du es auch nur einmal. Deswegen springst du hier rein. Wie mit dem roten Stuhl. Oh no. Den Klappstuhl kaputt gemacht. Der Charakter, mit dem man beginnt, ist nicht tot. Wir haben in Zwischensequenzen gesehen, dass sein Kopf mittlerweile eingesetzt wird für irgendein Polizeisystem. Aber natürlich haben sich die Aufgaben und die Prioritäten so ein bisschen geschiftet, nachdem der Typ, der gesagt hat, er möchte seine Identität, auch wenn er sich nicht daran erinnern kann, zurückhaben, gemerkt hat, dass er eine ganz andere Person ist, als die, die er zurückhaben wollte. Silex Gravity Rush ist dieses eine Spiel, immer wenn es erwähnt wird, sage ich, ach ja, das habe ich ja auch. Und dann sage ich, hey, das sollte ich mal spielen. Und dann habe ich das bestimmt schon 5-mal gesagt, ohne seitdem jemals ein einziges Mal die PlayStation angeschlossen zu haben. Also, Das ist das Problem an Konsolenexklusivität. Ist nicht mal, dass es auf dieser Konsole dann exklusiv ist. Wenn es einfach nicht das Gerät meiner Wahl ist, bei dem ich mich am meisten komfortabel fühle, drauf zu spielen, dann spiele ich dein Spiel leider nicht. Das hier ist dir in dieser Nacht passiert. Oh Gott, nicht, dass mir das passiert ist. Dies war einer meiner Lieblingsorte. Ich habe Felix davon erzählt und er kam vorbei, um ein paar Graffiti zu malen. Felix, dieser Freund von ihm, hat alles ruiniert. Jetzt mag ich diesen Ort nicht mehr. Ich brauche nur einen Flügel. Diesen hier. Du brauchst nie Hilfe, oder? Ich schätze, deshalb warst du solo für All City. Ich arbeite am besten solo. Nichts gegen dich, Mann. Ich frage mich, wie dein einer Flügel dich tragen wird. All City King.
Kein gutes Timing, Krusten-Nico. Kein gutes Timing. Danke. Whisky, das ist ein bisschen besseres Timing. Vielen Dank. Immerhin habe ich meinen Hals noch Red Felix. Das ist jetzt ein neuer Name. Der Übergang von er fällt in die Ventilationsanlage und Basketball fällt durch den Korb ist übrigens ziemlich gut. Das ist eine nette kleine Direction-Entscheidung. Der kleine Engels-Fan von dir hat die Polizei aber nicht davon abgehalten, mich und deinen Kameraden festzunehmen. Letztendlich hat es trotzdem geklappt. Noch ist es nicht vorbei. Ich werde mich um Foe kümmern. Immer noch sicher, dass er Foe heißt. Die Big Three. Ja eben, genau deswegen Whisky. Wegen Fauxpas. Auch wenn ich halt sehr viele Leute schon gehört habe, die jetzt Fox sagen zu ihm. Was jetzt auch kein schlechter Name ist. Aber trotzdem, ich glaube, dass ich recht habe und alle anderen sind doof. Da ist immer noch jemand mit Impulsen und Emotionen. Ich weiß, was er tun muss um ihn. Oh, was passiert? Uff! Der Professor Dr. No, der blonde Typ, wie du ihn nennst, wurde im Tutorial ermordet. Aus irgendwelchen Gründen können in diesem Universum Köpfe und Körper erstmal unabhängig voneinander für eine Zeit lang überleben, wenn man sie stimuliert. Das wird nicht weiter erklärt, das musst du einfach dann glauben. Zum Glück passiert es relativ am Anfang, da kann man solche Sachen noch kaufen. Aber es verlangt schon relativ viel von dir, wenn es darum geht. Wir denken aber trotzdem die ganze Zeit, wir sind erstmal der blonde Typ ohne die Erinnerung und jetzt einfach mit dem Robokopf. Stellt sich raus, der Robokopf ist gar kein Robokopf, da ist ein Typ drin. Und dass wir jetzt nicht mehr nach unserer alten Identität suchen, sondern unsere echte alte Identität wieder aufspüren müssen. Mein Problem damit ist, dass Foe ihn von der Leiter gestoßen hat, ist seit der zweiten Zwischensequenz in seinem Kopf irgendwie komplett klar. Und dann braucht es noch drei weitere Zwischensequenzen, um zu sagen, dass das passiert ist. Ja. Der Charakter sollte nie weniger wissen als der Zuschauer. Aber jetzt wissen wir es die ganze Zeit schon. Also muss es aber nochmal dreimal erklärt werden. Ups. Vielleicht hätte man das ein bisschen subtiler machen können. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, es ist echt schwer einzuschätzen, ob etwas subtil ist oder nicht. Oder ob etwas zu viel preisgibt oder zu wenig. Das ist so scheiße schwer einzuschätzen, wenn du irgendwas schreibst. Die Story ist ein bisschen clunky. Tatsächlich mag ich aber große Teile davon. Und guck mal. Scheiß auf Story, jetzt gibt's interessanten Kram. Ja, nein, Deal. Das wirst du bereuen. Das wirst du bereuen. Ja, nee, Metal Fire, das ist halt wirklich, sofort ist das klar, dass es genau das ist und hey, es sieht trotzdem goofy aus, dass da einfach der Kopf drin ist. Wir müssen dem Cyberparts ins Gesicht geben. Die müssen aussehen wie die Charaktere, aus irgendeinem Cyberpunk-Ding, das geht da schon. Du hast mein Freund ein Gebäude hinuntergestoßen. Anfang fand ich es auch ein bisschen schwer, das zu kaufen, weil da hört die Suspension of Disbelief auf. Wir sind ein Typ, der ein Achievement kriegt, wenn wir 100 Meter irgendwo runterfallen.
Aber eine umgestoßene Leiter, eine bewusst umgestoßene Leiter, ist etwas, womit man sehr leicht einen Mord begehen kann in echt. Aber das ist ein bisschen zu glaubwürdig für dieses Universum, war so mein Gedanke. Das mit der Ventilationsanlage hat so ein bisschen gefixt, das Problem, zum Glück. Yo! Antworte da bitte nicht drauf, das wäre blöd. Das ist er, mein Freund Felix. Du hast ihn versucht noch zu töten, er ist immer noch hier. Ich liebe es, wenn ein Trottel gesagt bekommt, mach das nicht, und dann macht das, und das ist der Plotpunkt. Großer Fan auch, wenn ein Joke plotrelevant sein wird. Kann man Cutscene skippen? Du kannst durchskippen, aber du kannst ihn nicht skippen. Ein Writer wie wir stellt sich raus, du bist nur ein Mörder. Ihr gebt euch so viel Mühe mit euren erfundenen Regeln. Ich war früher wie ihr, aber jetzt verstehe ich, Kunst ist Krieg. Regeln gelten nur für diejenigen, die an sie glauben. Ohne Konkurrenz werde ich All City sein. Ja, aber alle Leute sind tot dann. Graffiti ist ein Wettbewerb. Es geht nicht darum, andere zu verletzen. Graffiti braucht immer nur soziale Normen. Denk mal darüber nach. Wir würden das nicht tun, wenn es legal wäre. Graffiti wäre verdammt langweilig, wenn es legal wäre. True! Leider ist das einfach ein recycelter Boss. Das ist das zweite Mal, dass wir den bekämpfen. Und der hat auch keine Neuerung oder so. Aber zum Glück, das kann ich schon mal sagen, es ist hier der letzte Boss. Das wäre nämlich sehr enttäuschend. Ich kann auch verraten, wir sind kurz vorm Ende. Bombe! Albert Strosse, ich wollte es nicht erwähnen, aber genau das habe ich auch rausgehört. Es ist der Schrittsound von SpongeBobs Schuhen. Ist es nicht, aber es klingt genauso. Das ist unglaublich. Aber ich wollte es nicht verraten. Schön, dass es mal jemand bemerkt hat im Chat. Und macht einen Angriff. Warum auch immer er diesen Angriff machen sollte, außer dass wir ihn dann angreifen können. Im Spiel ist ein Song, der extrem nach Stefan Raab klingt. Das habe ich nicht rausgehört. Das war's wohl. Ist dir wohl ein Malheur passiert? Ein kleiner Fauxpas oder so? Ich bin zum Schießen. Erschießen ist. Der Hot Cheesecake ist ja zum Glück auch nicht der letzte Boss. Das war es und das sagt ja. Ja, das war nicht der letzte Boss. Ich wäre auch sehr enttäuscht gewesen, wenn es der letzte Boss gewesen wäre. Das hätte ich auch hinbekommen. Boom! Und er wird besser? Und besser, und besser, und besser, und besser. Was hat die Industrie eigentlich falsch gemacht, dass wir nicht solche Dinger den ganzen Tag designen? Was die angeben, guck mal, sieht dieses Spider-Man-Kostüm nicht aus wie ein echtes Kostüm? Ja, aber seht ihr den Typen, der ist viel besser. Wow, guck mal, das Shading auf diesem Cowboy-Hut, ist das nicht gut? Nein, das ist gut. Dankeschön, Red, das war sehr wichtig.
Red ist am Boden, er hat Soles. Soles? Celeste. Hm. Eyo. Was ist eigentlich mit ihr passiert? Sie wurde das letzte Mal mit einer Waffe bedroht. Eigentlich dachte ich, dass sie erschossen wurde. Keine Zeit zu verlieren. Wir können uns nicht um Plotpunkte jetzt kümmern. Kennst du den noch? Project Algus außer Kontrolle. Er hat die gesamte Polizei infiziert. Ich dachte mir, wir haben hier das gleiche Ziel. Ja. Okay, das sollte reichen. Wir bekommen danach besser etwas diplomatische Immunität. Korruption hat sich tief in die Truppen verwurzelt, aber ich kann mein Bestes geben. Hell yeah! Mag seine kleine Back to the Future Weste. Bam, bam, bam. Mach mal die Abkürzung. Ah, nee, wir müssen jetzt... Oh, das ist Filler-Content, if I've ever seen one. Jetzt spielen wir halb Felix, aber nicht ganz Felix. Und jetzt hatte ich mir so im Kopf ausgemalt, dass der letzte Boss ziemlich cool sein könnte. Weil so jeder aus deiner Crew würde jetzt nochmal was machen. Und jeder hätte so eine eigene Phase. Und in der letzten Phase spielt dann Felix, wie er seinen eigenen Mörder besiegt. Und ich dachte, das ist so die coolste Idee. Ja, Entschuldigung, dass ich wir Fanfictions mir in meinem Kopf ausgedacht habe. Das machen die nämlich leider nicht. Ups. Wir müssen erstmal sprayen, das ist wichtig. Sonst öffnet sich die Abkürzung nicht. Das ist ein ganz normaler Mechanismus. Hier runter. Da. Das ist irgendwie drin immer alles in einer Combo. Das Spiel wäre deutlich interessanter, wenn sie sagen würden, hey, hier ist eine Aufgabe, mach alles davon in einer Combo. Jetzt bin ich runtergesprungen. Weil dann hätte das Combo-Game wenigstens auch einen Grund zu existieren. Wurden wir komisch gespawnt. So wie es jetzt ist. Das gesamte Score-System da unten, die gesamten Combo-Meter, alle Tipps, die mir gegeben wurden, wie das Scoring-System funktioniert und was ich machen soll, um mehr Punkte zu machen, ist relevant in irgendwie so 6 Aufgaben. Und das war's. Hey, das war die Polizei, die mit dem Mac vorbeikam. Das hat keinen interessiert. Das sind Leute, die sagen, ja, wenn das die Polizei macht, dann ist das schon richtig. So, schon okay. Hätten ja nicht sprayen müssen, wenn sie nicht von einem 20 Meter Mac totgetrampelt werden wollen und dann entführt werden wollen von einem 100 Meter Robo-Rohr. Muss man schon realistisch bleiben.
Nee, hier fehlt noch. Der fehlt noch. Mega Mac bei einer Ordnungswidrigkeit ist schon angemessen. Ja, ich hab auch Pub-Label geguckt. ich stimme zu. Stimmt nicht, ich habe nur den ersten Film bisher geguckt. Aber ich krieg seit Wochen das Opening von irgendeinem der OVAs empfohlen. Und das gucke ich mir jedes Mal an und ich liebe die Protagonistin einfach zu sehr, weil sie super cute ist. Und ich muss es irgendwann mal gucken. Aber boah, Sachen gucken, gar keinen Bock, ey. Ich habe vor ein paar Tagen einen neuen Manga angefangen, weil ein Kumpel ihn mir empfohlen hat. Und ich habe irgendwie 4 Chapter gelesen, fand's gut. Und seitdem sage ich mir jeden Abend, jetzt lese ich ein paar Kapitel und schlaf sofort ein. So, das geht jetzt schon seit Tagen so. Sachen tun, gar keinen Bock. Media konsumieren, ey. So anstrengend. Wir sind gleich durch. Wir können hier noch ein bisschen optionalen Kram machen, aber eigentlich... Nee. Midnight zeichnet heute. Was wird es? Wird es ein Mac? Wird es ein Big Mac? Wird es ein Viech? Eins, das flattern kann zum Beispiel? Oh. Parkzeit überschritten. Wir schicken den Mac raus. Ja, der tritt's einfach weg. Und gleich ist Bebop-Teil. Oh nein. Ah! The Engine is alive! 5 Kulöken! Dankeschön! Grüße aus Österreich. Grüße geht zurück aus Deutschland. Ich wohne in Deutschland. Hi! Leute, wir sind beim letzten Boss angekommen. Er ist leider nicht so großartig, wie ich gehofft habe. Oder überhaupt großartig. Oh. Ja. Aber er hatte mich an Sonic Adventure 2 der Bio-Lizard Boss, an den hat er mich erinnert. Wenn auch der Song dort besser war. Weil der Bio-Lizard-Song hat einen der besten Songs aus dem gesamten Sonic-Soundtrack. Und das muss schon was heißen. Ich vergesse auch immer, dass dieser Sound existiert, weil nie jemand nutzt. Das ist keine Aufforderung, dass du es jetzt machen musst, aber ich vergesse es jedes Mal, deswegen. Ich hatte auch mal vor einigen Streams hatte ich einen Sound, wenn man mich raided, eingebaut, aber seitdem wurde ich nicht einmal geraided. Das ist sad. Ich erinnere mich gar nicht an den von der Generations 3D-Version, weil der Generations 3D-Soundtrack war nicht gut. Er hatte ein paar Songs, die ich mochte und ein paar, die ich gehasst habe. Zum Beispiel dieser eine, wie hieß denn die Highway Stage von Shadow? Radical Highway. Die eine davon ist der beste Song der Welt und die andere davon ist der schlechteste Song der Welt. Obwohl, es gab auch noch diesen Remix vom Sonic 3 Last Boss Theme und das ist auch richtig gut. Okay, der 3DS-Soundtrack ist wirklich ganz schlecht. Das Spiel aber. Nicht mit 0 Viewern geht's, Leute. Du brauchst mindestens einen Viewer, damit das angezeigt wird. Vielleicht passiert's auch erst bei 5 oder so. Ja, nichts gewesen. Hier. Cooler Mann, der sich verknotet, der Twister spielt. Okay, gut. Das war eindeutig meine Schuld. Bin aber gut, dass du eigentlich nicht sterben kannst, weil... Ich meine, ich bin ganz am Anfang gestorben, aber...
Bis du wieder auf einer Rail bist oder so, hat die HP-Regeneration zurückgeschlagen und du bist wieder voll geheilt. Also, hm. Tentakelviecher, die habe ich beim letzten Mal gar nicht gesehen. Was ist denn das, Matrix 3? Ich kann nicht einschätzen, wo ich lande, lass das. Ja. Nein, okay. Boah, ist das nervig. Boah, ist das nervig. So. Das war nicht richtig. Mensch, der ist echt nicht langweilig oder so. War auch gerade länger als beim ersten Mal, aber es ist. Erinnert nichts daran, dass der echt gerade öde ist. Jetzt hat er keine Ärmchen mehr, jetzt muss er mit seinem Kopf auch irgendwie angreifen oder so. Kann er nicht drauf grinden, okay. Was warte ich hier eigentlich gerade? Dass man nicht auf den Kopf grinden kann, verpasst du Chance. Auf den Kopf vom Gegner oder auf seinen eigenen, also über Kopf, weil das geht. Aber auf den Kopf des Gegners scheinbar nicht. Oder vielleicht nur, wenn das Spiel sagt, jetzt geht's doch. Kopf des Gegners. Ja, nee, ich dachte halt auch, dass. Daher, da können wir den Sprung wagen, aber scheinbar will das Spiel nicht. Soll ich ihn einfach angreifen? Ich glaube, ich soll ihn einfach angreifen währenddessen. Okay, ich habe die ganze Zeit auf ein Geräusch gewartet. Was jetzt zum Beispiel kommt. Darf ich bitte... Okay.
Er hat noch einen Arm. Da ganz unten hat er noch einen Arm. Meine Güte. Meine Güte, Boss. Da bist du doch etwas zu lang. Jesus Christ. Habt ihr mitbekommen, wie es meine Schuld war, dass ich runtergefallen bin? Jetzt darf ich an seinen Kopf ran. Es ist toll, wie ich diese Probleme am ersten Mal nicht hatte. Deswegen mich auch nicht daran erinnert habe, dass ich hier Probleme hatte. Weil ich keine hatte. Ach, Mann. Darf ich jetzt? Oh oh. Verpfiffen und festgenommen. Du wolltest perfekt sein, nie erwischt werden. Und ich habe dir vertraut. Du hast sogar versucht, mich umzubringen. In dieser Welt ist Köpfen wahrscheinlich nicht direkt umbringen. Das ist nur versuchter Mord. Ich bin es, wer bin ich, dass ich meine Wurzeln nicht nutzen würde? Gut gelesen, Tim. Oh, City, nie im Leben. Du bist ein Feigling. Du tötest, um dich vor der Realität zu verstecken. Du wusstest nie, wie es ist. Niemand hätte mich akzeptiert, wenn sie von meinem Vater gewusst hätten. Ich hatte keine Wahl. Warum verstehst du das nicht? Weil sein Vater bei der Polizei gearbeitet hatte. Und es endet, wie es anfing. Und tatsächlich, die letzten paar Sekunden vom Ende sind ziemlich gut. Auch wenn ich so meine Probleme mit der Story gegen Ende habe. Der Song ist auch gut. Ey, da sind die Old Guys. Yeah. Alright, aufgepasst. Yo! Bomb Rush ist All City. Der Begriff ist immer noch komisch. Hab mich nie bedankt, dass du mich zurückgebracht hast ins Leben und zu mir selbst. Die meiste Arbeit hast du selbst gemacht. Aber denke nicht, dass du für immer All City sein wirst. Es ist nicht vorbei. Bam, bam, bam. Danke, Old Heads. Und danke, dass der beflügelte Typ jetzt einfach mit uns in der Crew sein darf. Das war kein guter Übergang in die Credits. Jin is alive. Ich denke, Postgame-Content ist eher die Referenz. So, das war's Spiel. Der zweite Stream war kürzer als gedacht. Ich hätte gedacht, das Spiel ist doch ein bisschen länger, aber passt besser so, ehrlich gesagt. Ich bin mir immer nicht genau. Das Ding ist, ich bin mir relativ sicher, wie ich das Spiel finde, aber es ist halt, wenn es nicht einfach sehr gut oder sehr schlecht ist,
sondern irgendwo dazwischen ist es immer sehr schwer, das in Worte zu fassen, ohne dass man lange braucht. Dafür sind wahrscheinlich Videotexte ganz gut. Es gibt viele Dinge, die ich an diesem Spiel mag, und es gibt viele Probleme, die mich an diesem Spiel sehr nerven, und ich wünschte einfach trotzdem die ganze Zeit, es wäre besser, weil ich mag die Macher sehr. Ich mag Themes der Story ziemlich gern, und ich mag auch die Plot-Twists, die sie da geben, wobei sie aus vielen der Themes dann nicht genug machen in meinen Augen. Und halt irgendwo mittendrin einfach, sie sagen sofort, was die Auflösung der Story sein wird, und dann tun sie noch so, als wenn sie es nicht getan hätten. Das ist ein bisschen clumsy. Aber ich finde, man merkt beim Spielen, dass das ein Passion Project war, dass es ein Spiel ist, was gerade der Lead Designer seit Ewigkeiten machen wollte. Und jetzt machen konnte. Wusch, Agro-Shifter. Vielen Dank fürs Abo. Mr. David, es ist cool, dass du sagst, hey, endlich erwische ich dich mal live. Ja, nee, I'm sorry, nicht mehr lang. Wir spielen, also ich zeige euch jetzt gleich nochmal meinen anderen Spielstand, wo ich nochmal ein bisschen mehr gemacht habe, ein bisschen mehr freigeschaltet habe, ein bisschen mehr Charaktere habe und sowas. Wir fahren nochmal ein bisschen durch die Gegend. Aber viel machen wir heute nicht mehr. Tumelo-Song. 40 Euro ist trotzdem einfach zu viel für das Spiel. Ich hätte gesagt, 30 Euro reichen. Ich hätte auch gesagt, 30 Euro. Deswegen, also ich kann das Spiel nicht empfehlen, ohne auf den Sale zu warten. Das ist einfach die Sache. Trotzdem will ich, dass das Spiel erfolgreich ist, oder zumindest erfolgreich genug, dass diese Entwickler immer und immer weitermachen können, ohne dass sie einen Geldgeber, ohne dass sie einen Publisher brauchen, der ihnen am Ende ins Wort fällt und sagt, hey, cooles Spiel, was ihr da macht, aber wie wäre es, wenn es nicht cool wäre? Dann zahlen wir euch auch mehr. Okay. Ja, danke schön, Marketingpersonal, was der Meinung ist, was gut ist. Aber es ist trotzdem, es ist relativ unpolished noch. Ich hoffe auf Day One Patches. Nee, aber ich hoffe auf schnelle Post-Release-Patches. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass es echt kein Day-One-Patch gab, weil ich habe es ja schon vor Release gespielt und dachte so, ja, kann man einiges noch fixen. Und dann kam nichts. Aber die haben einige Probleme gerade im Forum. Gibt's Softlogs, gibt's Gamebreaker. Manche Sachen so, hey, warum gibt's das nicht als Feature? Ja, das konnten wir nicht einprogrammieren, weil das und das und das und das. Und oh, okay. Das ist aber hart. Man muss immer bedenken, jedes Feature, was man gerne drin hätte. Guck mal, wer wir sind. Ich kann kein Selfie machen. Oh. Ich würde tatsächlich warten, bis es in einem Sale ist, tatsächlich. Weil ich finde es ein bisschen schwer, es einfach zu empfehlen, dass das nicht offen ist. Das ist so seltsam. Es wirkt nicht, als wenn es Absicht wäre. Ich wechsle mal eben den Spielstand dann. Ja, es ist ein bisschen schwierig, das Spiel einfach komplett zu empfehlen, weil ich wünschte einfach, es wäre besser. Ich wünschte, es würde ein bisschen mehr mit seinen Mechaniken machen. Ich wünschte, es wäre ein bisschen kürzer. Einfach nur, weil es echt einige harte Längen hat. Aber ich wünschte, die Aufgaben, die es hat und die sogar okay genug sind, dass die einfach viel häufiger drankommen würden, weil zwischen zwei Missionen, wo du tatsächlich das Scoring-System nutzt, können teilweise Stunden an Spielzeit liegen. Und das muss halt echt nicht sein. Aber es hält sich sehr nah an die Formel, die Jet Set Radio vorgegeben hat. Eine Formel, von der ich sowieso nicht so der Fan bin. Finde aber, es macht halt das meiste aus dieser Formel, was man rausholen konnte. Weil ich diese Formel aber nicht so gut finde, wünschte ich mir, sie hätten eine andere Formel gewählt. Aber andere Leute finden es gut. Viele, die gesagt haben, Jet Set Radio ist eines meiner Lieblingsspiele, die sind begeistert beim Spiel.
Im Chat hat vorhin jemand gesagt, er mag Jet Set Radio auch, aber er findet das Spiel nicht gut. Jesus Christ, du bist cool. Ich muss kurz finden, wo ich so ein Tag sprayen kann. Den haben wir noch nie gefunden. Was bist du denn? Er erinnert mich an Profilbild, was ein Kumpel mal commissioned hat. Wenn auch das deutlich weniger farbig war. Nice. Mal ein Screenshot. Ich schick ihm das später. Die Musik ist nicht schlecht. Wurden manche der Tracks für Spiel gemacht? Ja, ein paar. Die meisten sind aber tatsächlich einfach von Leuten, die diese Musik machen, eingekauft worden. Was aber auch ziemlich gut ist. Aber der Song gerade ist für Spiel gemacht worden. Um den Teddy nie gesprayt. Lass mich mal hoch zur Tanzfläche. Weil wenn man durch ist, schaltet man noch weitere Missionen frei. Die sind dann besonders schwierige Score-Attack-Sachen. Und dadurch schaltest du einfach Crewmitglieder von anderen Crews frei. Und ihn aus irgendwelchen Gründen. Du kannst die Polizistin freischalten, die jetzt... Sorry, das ist Posing. Das ist Posing, was du machst. Du kannst diesen Dude freischalten, bei dem ich nicht weiß, wer er ist, aber es ist scheinbar einfach ein echter Dude, der einen Song hier drin hat. Kannst ja Felix spielen. Ein der Franks. Und halt ein der .exe-Crew. Mit seinem gelben Strampler. Der nicht aussieht wie Bruce Lee oder so. Und der hat ganz nervige Soundeffekte. Was an dem Spiel tatsächlich am meisten Spaß macht, ist einfach sich bewegen. Und ich finde, das ist ein relativ gutes Hangout-Spiel, ist das der falsche Begriff, aber spielt ihr gerne Spiele, um euch einfach die Gegend anzusehen? Um einfach durch die Stadt zu laufen? Um einfach den Ort ein bisschen zu erkunden? Und tatsächlich, auch wenn diese Foto-App in diesem Spiel nicht gut ist, einfach mal gelegentlich Fotos zu machen, so wie von diesem Doggo hier. Oder wie von diesem Stein. Oder wie von Nix. Ich lösche das Foto. Weil ich glaube, dann ist es echt ganz nett. Ich bin tatsächlich nicht so die Person, die einfach ein Spiel anmacht, um dort rumzuhängen. Das ist nicht so mein Ding. Das können andere gerne machen, aber ich fühle mich davon nicht so richtig angesprochen. Und trotzdem. Ich habe dieses Spiel immer mal wieder gelegentlich angeworfen, um einfach ein bisschen nochmal was zu suchen. Und habe mich aber immer wieder damit abgelenkt, dass ich einfach nur meine Combo gemacht habe. Also selbst bei mir hat es so ein bisschen geklappt. Und ich denke, das ist so die größte Stärke, die das Spiel irgendwo hat. Auch wenn mir ein Scoring-System wie in Tony Hawk und ein Tiefgang wie Tony Hawk, auch wenn das nicht der Fokus ist, natürlich gut gefallen hätte. Das war zu hoch. Zum Rumhängen mache ich gerne Skyrim oder Witcher 3 an. Ja, kann ich verstehen. Ich glaube, das ist ja ein anderes Kaliber, ne? Oder eher, die sind ein anderes Kaliber als das. Aber auch ein anderer Vibe. Ich meine, guckt es euch an. Guck mal, ein klarer Himmel. Mit gezeichneten Wolken. Das sieht man auch nicht mehr häufig in Videospielen. Das ist eigentlich sehr schade. Ich will nicht sagen, oh, ich freue mich auf den Nachfolger, weil das ist immer sehr schlecht, um ein Spiel zu bewerten. Direkt zu sagen, dass man ein anderes Spiel hätte. Aber ich möchte einfach, dass der Entwickler immer weitermacht und immer weitermacht, weil ich mag deren Werke ziemlich und ich mag deren Sense of Style sehr gerne. Ey, das habe ich gesprayt. Das ist so cool.
Ich bin gestern dem Typen, der es gezeichnet hat, auf Twitter gefolgt und habe gesehen, der hat für Friday Night Funken, hieß es ja, hat er auch sehr viele Artworks gemacht. Erst Fanart, glaube ich, und dann echte Artworks. Und das ist ziemlich nett. Evil Skater. Mit einer 8, um Skater zu schreiben, weil das ist cool. Ab ins Wasser. Ab unter die Map. Jetzt sind wir Team Reptil und haben falsch geschrieben. Reptile. So, ihr solltet euch Lethal League angucken. Ich weiß nicht, wie viel das gerade kostet. Aber ihr solltet euch Lethal League Blaze angucken. Mit euren Freunden oder so. Das ist ein ton of fun. Ist ein sehr, sehr gutes Spiel. Wirst du wahrscheinlich nicht mehr so viele Leute public treffen, die das spielen. Außer die halt komplett crack sind. Spielst mit ein paar Freunden. Es ist als Party-Game, vielleicht sogar in Streams oder so, amazing. Wenn ihr selbst Streamer seid oder so und ihr braucht mal ein Spiel, bei dem ihr mit Freunden einfach sehr, sehr laut sein könnt und der ganze Chat macht mit, Lethal League Blaze eignet sich hervorragend dafür. Also meine Empfehlung zu Bomb Rush Cyberpunk, holt euch Lethal League Blaze, ist echt gut. Und den Soundtrack, holt euch den Soundtrack. Ich glaube, dann beenden wir es ja. Lethal League 11 und Blaze 20. Lethal League 1 für 11 Euro ist schon ein bisschen frech eigentlich. Sonst da auch auf Sales warten. Die sind im Sale eigentlich immer relativ gut zu holen. Ich glaube, ich habe niemanden, den ich raiden kann. Ich schau mal eben nach. Nein, er hat aufgehört zu dancen. Nee. Der Einzige, der gerade streamt, ist ein Chinese, der die ganze Zeit irgendwelche Anime illegal auf Twitch streamt. Das ist schon sehr lustig, aber den muss ich nicht raiden. Wir sind durch. Mal sehen, ob ich meine Gedanken zu diesem Spiel irgendwie kompakt zusammenfassen kann. Wenn ihr es selbst gespielt habt, ihr wollt eure Meinung irgendwie loswerden oder sowas, mit mir noch ein bisschen über irgendwas diskutieren, ihr wollt mir zustimmen oder widersprechen oder so, keine Ahnung, schreibt mir eine Twitter-DM, die DMs sind offen, ich lese das tatsächlich recht gerne, was andere Leute von Spielen halten, die ich interessant finde. Und ansonsten, ja, wir sehen uns wahrscheinlich bald wieder mit anderem Stuff. Vielen Dank fürs Zuschauen und Ringehauen, das ist der einzige Reim, der mir einfällt. Ciao, ciao, Leute. Und vielen Dank für besonders Jigsaw vorhin mit seinen 25.000 Geschenksubs. Das ist ein guter Frame, bei dem der Typ gerade aufhört. Das ist ein sehr guter Frame. Das ist ein sehr guter Frame. Gucken wir uns über diesen Tanz an, warte. Yeah. Yeah. Okay, bis dann. Ciao.